Genau hier, im Garten von Grounded, verbringe ich 100 Tage inmitten von riesigen Pflanzen und Insekten. Denn ich wurde auf die Größe einer Ameise geschrumpft und hier in einem Koffer abgeliefert. Wer hat mich warum geschrumpft und wie kann ich wieder groß werden? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen erkunde ich den riesigen Garten, finde neue Freunde und versuche dabei nicht als Spinnenfutter zu enden. Wieder mal habe ich natürlich keine Mühen gescheut, das Bausystem auszureizen und es könnte sogar sein, dass ich es dieses Mal etwas übertrieben habe. Ich erwachte also im Garten eines fremden Hauses und konnte mich an nichts erinnern. Klingt erstmal wie ein normaler Sonntagmorgen in Berlin, aber das hier ist anders. Ich rannte ins Freie, sah mich um und hob die ersten Rohstoffe auf. Boah, das sieht schon echt wild aus. Riesiger Baseball hier. Und Baumsaft gibt's hier. Schnell wurde klar, dass dies kein normaler Garten ist und ich auch nicht der erste Miniaturmensch an diesem Ort war. Denn nicht nur standen hier riesige Laser im Gras, ich fand auch diese Forschungsstation. Eine Art Zelt mit allerhand Geräten, die allerdings keinen Strom hatten. Nur der Ressourcenanalysator funktionierte. Hier schaltet man durch das Analysieren von Rohstoffen neue Rezepte und Baupläne frei und verdient sich nebenher Wissenschafts- und Erfahrungspunkte, die später noch wichtig werden. Mit Pflanzenfasern und Sprösslingen konnte ich dann sogar das erste Level-Up freischalten und erhielt den Bauplan für eine erste Rüstung und einen Hammer. Oh, hier gibt's Essen. Müsli-Riegel. Wer macht denn so kleine Müsli-Riegel? Ist das die Zukunft der Verpackungsgrößen bei gleichbleibendem Preis? Wahrscheinlich. Damit ich mir auch weiterhin die viel zu kleinen Müsli-Riegel leisten kann, seid ihr bestimmt genauso froh wie ich, dass dieses Video gesponsert wird. Und zwar von World of Tanks. In diesem kostenlos spielbaren Panzer-Action-MMO von Wargaming übernimmst du die Kontrolle über Panzer und Artillerie des vergangenen Jahrhunderts. Mehr als 800 Fahrzeuge aus verschiedenen Klassen ermöglichen dir eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielweisen. Führe zum Beispiel die Front mit schweren Panzern an, agiere als Artillerie im Hintergrund, kämpfe im Rudel oder als einsamer Wolf. Doch nicht nur dein Fahrzeug spielt für die Taktik eine Rolle, denn jedes der über 40 Schlachtfelder spielt sich komplett anders. Spiele Gefechte im offenen Feld, im dichten Wald, in Gebirgsregionen, Städten oder der Wüste und sammel dabei Erfahrungspunkte, mit denen du deine Fahrzeuge modifizieren und upgraden kannst. Trete den 100 Millionen Spielern dieser weltweiten Community bei und lade dir World of Tanks kostenlos über den Link in der Beschreibung herunter. Neue Spieler erhalten mit dem Code COMBAT ein Willkommensgeschenk mit 250.000 Credits, 7 Tage Premium-Zugang, den Tier 6 Panzer Cromwell B und diese 3 Mietpanzer für jeweils 10 Schlachten. Und mit einem großen Dank an Wargaming für das Sponsoring, nun zurück in den Garten von Grounded, wo ich mir schon selbst ein bisschen wie ein Panzerfahrer vorkam, als ich auf den Rücken dieses Marienkäfers sprang, nachdem ich mir Axt und Speer baute. Gut, ich habe schon mein erstes Fahrzeug gefunden. Sehr geil. Mensch, so kann es doch vorangehen. Ach, der räumt sich sogar das Gras aus dem Weg. Wie geil ist das denn? Ich kriege hier immer mehr Aufgaben. Finde etwas Essbares, finde Wasser, finde einen Tautropfen. Sowas hier. Bam. Oh, bleib hier. Ja, jetzt ist mein Speer da oben. Ach, ich komme ran. Okay, sehr gut. Das mache ich nicht nochmal, da werfe ich lieber was anderes. Hallo, du bist auch nicht feindlich? Aber soll ich dir was sagen? Ich bin feindlich. Oh, wow, der schlägt ja schnell zu, der Speer. Rüsselkäfer, okay. So, was ist das? Rohes Rüsselkäferfleisch. Snack, der krank macht. Das sollte ich vielleicht lieber sein lassen. Oh, da ist noch was. Kann ich das auch fällen? Guck mal, ich habe doch eine Axt. Das sieht so aus, als kann man das fällen, ja. Ach ja. Also geht's auf, okay. Und das? Grasplatte. Ah, damit kann man wahrscheinlich bauen. Okay, cool. Ich fand ein paar essbare Pilze und versuchte mich anschließend auf der riesigen Karte zu orientieren. Nachdem ich sicherstellte, dass die Ameisen nicht aggressiv sind, fand ich ein vielversprechendes Gerät, denn die Platine war mit Embiggener beschriftet. Leider funktionierte das Gerät nicht, da irgendwas die Laserstrahlen blockierte. Aber ich fand eine Sprachaufzeichnung von einem Dr. Wendell Tully, der sehr erfreut über sein eigenes erfolgreiches Schrumpfexperiment war. Scheinbar war es also sein Haus, sein Garten und seine Gerätschaften, die hier überall herumstanden. Okay, die Sonne geht irgendwie unter. Das Ding hier ist irgendwie schwach. Das da wird blockiert von irgendeinem Grashalm. Und das hier scheint zu funktionieren, aber den Grashalm, den kann ich doch einfach wegmachen. Das ist doch wahrscheinlich das Einfachste. Jetzt funktionieren schon mal 2 von 3. Und was das da soll, muss ich mir dann am nächsten Tag angucken, denn jetzt geht die Sonne unter. Und ich sollte mir mal was bauen. Ach so, sagt das Tutorial ja auch schon. Ich soll ein offenes Zelt bauen.
Ich hatte natürlich nicht vor, hier lange zu bleiben, aber für den Moment musste dieser kleine Unterstand ausreichen. Die benötigten Kleeblätter wuchsen immerhin direkt nebenan und so konnte ich die erste Nacht wegschlafen. Am Morgen wurde ich direkt von zwei Fliegen belästigt und baute mir eine Feuerstelle, um ihr Fleisch zu grillen. Wer wollte nicht schon mal Fliegenfleisch essen? Yummy. Ameise, was machst du da? Isst du mein... What the fuck? Gib's zurück? Ey, nein! Au! Was ist denn, wenn ich blocke? Ah, oh, verliere ich trotzdem noch Leben. So, weg mit dir. Oh, jetzt kommt die nächste. Oh no. Und die nächste. Fuck. Okay, das geht nicht gut. Au! Und weg. Oh, kommt ihr hier hoch? Ich hoffe, ihr kommt hier nicht hoch. Das läuft ja nicht so gut für mich. Stelle einen Faserverband her. Mit dem Verband konnte ich mich nur sehr langsam heilen, also war Vorsicht geboten. Zum Glück interessierten sich die Ameisen mehr für mein Essen als für mich. Da ich ziemlich einstecken musste, entschied ich mich zunächst, eine Werkbank zu platzieren, um anschließend ein Rüstungsset zu bauen. Haha. Ah, die Blattlaus kann man auch killen. Das habe ich bisher nicht geschafft, weil die immer so schnell wegrennen. Aber mit Speerwerfen, easy peasy. So, habe ich was Neues zum Analysieren? Ja, habe ich. Let's go. Die Analyse schaltete mir Lager für Baumaterial und einen Vorratskorb frei. Weitere nützliche Baupläne für die zukünftige Basis. Aber das war noch nicht alles. Oh, ich habe einen Bogen erforscht. Okay, das ist jetzt mal nützlich. Was brauche ich denn, um den herzustellen? Wahrscheinlich sagt er mir jetzt wieder, ich brauche eine Werkbank. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche aber viel Fliegenpelz. Habe ich nicht. Muss ich Fliegen töten. So, Werkbank fertig. Und dann kann ich mir jetzt Rüstung machen, oder was? Gasmaske, Kleehaube, Poncho. Oh, ich brauche Kleeblätter und Seile. Okay. Ich baute mir eine vollständige Kleeblattrüstung und brach zum schwachen Laser auf. Stellt sich heraus, dass die Kabel von Milben angefressen wurden, also begann ich mit der Schädlingsbekämpfung. Das Kabel führte in ein dunkles Erdloch, aber ich konnte mir eine Fackel bauen und alle Milben beseitigen. Ich baute mir in der Höhle außerdem einen Hammer, um diese Kiesel zu entfernen, die den weiteren Weg versperrten. Allerdings fand ich dahinter bis auf ein paar leuchtende Pilze nichts Interessantes und kehrte zurück, um mein Glück mit dem Embiggener erneut zu versuchen, der jetzt von allen drei Lasern versorgt wurde. Oh oh. Das sieht ja nicht so gut aus. Oh mein Gott. Irgendwas sagte mir, dass ich mir die Explosion an der Eiche genauer ansehen sollte, aber vorher wollte ich mein Lager auf diesen kleinen Stein verlegen, um von den Ameisen geschützt zu sein. Zum Glück kann man seine gebauten Objekte einfach versetzen, also stellte ich alles auf den Stein und konnte nun beruhigt mein Essen zubereiten, denn die Ameisen kamen dort nicht hinauf. Eine wichtige Lektion für den zukünftigen Basisbau. Auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz dafür begann ich die Umgebung zu erkunden, so lange bis ich auf Widerstand stieß, und damit meine ich nicht diese Milben. Oh Gott! Au! What the fuck? Oh Gott! Oh Gott, renn, 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 renn! Shit! Dieser Baumwanze konnte ich nur knapp entkommen, aber als Entschädigung fand ich wenig später diesen interessanten Ort unter einer Hotdog-Pappe. Oh, hier sind so viele Sprösslinge! Junge, ich nehme die alle mit! Gib mir die ganzen Sprösslinge, Alter, das ist ja das Paradies hier! Warum gehe ich eigentlich durch diese krasse Landschaft und suche mir die, wenn die hier alle rumstehen? Verrottete Larvenklinge. Hallo Ameise. Naja. Also der Speer macht gefühlt mehr Schaden. An meinem Camp baute ich am Abend noch ein paar Materiallager, eine Beleuchtung und einen Vorratskorb, wo ich endlich überflüssige Items einlagern konnte. Am nächsten Morgen brach ich dann Richtung Eiche auf und machte Bekanntschaft mit den ersten Spinnen, in deren Gebiet ich wohl besser noch nicht eindringen sollte. Oh Gott. Ah, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Los weg hier. Oh, 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 oh. Die Flucht vor den Spinnen führte mich direkt zum riesigen Baum, dessen Eicheln ich sogar für Baumaterial aufbrechen und mitnehmen konnte. Auf den Wurzeln konnte ich fast den gesamten Garten überblicken und fand sogar einen Zugang zur Gartenlaterne. Ich folgte dem Rauch der Explosion bis auf die andere Seite des Baumes, wo ich den Eingang zu einem Labor fand. Das Labor hatte auch einen Analysator, also nutzte ich gleich die Gelegenheit, um die gefundenen Eichelteile zu analysieren. So, was gibt's denn hier? Ganze Eichelrüstung, Vorratskiste, Wasserbehälter.
Und ein Püriergerät. Okay, was gibt's hier? Saftfänger? Smoothie-Küche, Spinnenrad, Eichelzaun. Alter, was gibt's denn hier alles? In einer Sprachaufzeichnung von Dr. Tully erfuhr ich, dass er hier scheinbar an der Vergrößerung forschte, die im Gegensatz zum Schrumpfen wohl noch nicht so richtig funktionierte. Dabei ließ er sich von seinem Roboterassistenten Burgle unterstützen, den ich im Nebenraum fand. Eine sehr gesprächige Maschine, die aber ein ähnliches Problem wie ich hatte und sich aufgrund von defekter Speicherbänke an kaum etwas erinnern konnte. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Digga, du bist fast so nutzlos wie Windows. Burgle fehlten sogenannte Superchips, damit er auf seinen Speicher zugreifen und mir helfen kann. Leider hatte er auch Dr. Tully schon wochenlang nicht mehr gesehen, konnte mir aber immerhin die Position eines interessanten Ortes beschreiben. Ein weiteres Forschungslabor in der Hecke, wo ich möglicherweise Informationen finde. Jetzt muss ich dieses blöde Vieh da töten. Es tut mir leid, aber es muss jetzt sterben. Das kräht hier die ganze Zeit rum. Hau ab! Du bist tot. Vor dem Verlassen des Labors sollte ich mich noch am biometrischen Scanner registrieren, um geschützte Bereiche betreten zu können und mich am Computerterminal umsehen. Hier gibt es nämlich unter anderem den Shop, wo man Baupläne und Rezepte für gesammelte Wissenschaftspunkte kaufen kann. Ich hatte mich schon gefragt, warum ich zwar Wände, aber noch keine Treppen und Fundamente bauen kann. Hier war die Antwort. Grastreppe, Eichel, Wendeltreppe, das sind die Sachen, die ich gebraucht hätte jetzt, um was Größeres schon zu bauen. Okay. Wie viel kostet das? 1000. Ja, easy. Burgle, halt's Maul da. Ich muss das hier jetzt haben. So, und eine Schmiede kann ich mir auch kaufen, denke ich. Kostet ja nur 100. Let's go. Was hat der Spinner denn hier für Quests eigentlich? Handwerker. Schleimpilz, Fackel. Na, das ist ja easy. Komm, akzeptieren. Handwerker, Gasmaske. Kann ich auch bauen. Jäger. Ruderwanze. Da muss ich mal gucken, wo die sind. Ich nehme die jetzt einfach mal alle an. Mal gucken. Dann mache ich hier ein paar Quests, dann kriege ich hier mehr Rohwissenschaft und dann kann ich hier weitere Sachen freischalten. Das ist doch ein guter Deal. Von diesen Quests gibt es übrigens täglich neue. Man kann aber maximal 3 gleichzeitig annehmen. Eine nette Methode, um an zusätzliche Wissenschaftspunkte zu kommen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Oder man geht auf die Suche nach diesen Ansammlungen, die in der ganzen Welt verteilt sind. Gleich 500 bekommen. Mit vielen neuen Erkenntnissen verließ ich das Labor. Es war bereits dunkel und ich bemerkte, dass die Gartenlampe nachts voller Fliegen war. Also nutzte ich die Gelegenheit, um mir etwas Fleisch und Fliegenpelz zu farmen. Mit den neuen Bauplänen war es nun höchste Zeit, eine richtige Basis zu bauen. Und eigentlich gefiel es mir hier ziemlich gut. Ich glaube, ich baue erstmal sowas wie eine Basis hier, irgendwie auf den Wurzeln. Bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber irgendwie würde sich das ja anbieten. Das ist halt so zentral auf der Karte. Einfach irgendwie so an diesem Stamm hier vielleicht, unter diesen Pilzen, dass man nachts immer noch das Licht von der Lampe da nutzen kann. Warum eigentlich nicht? Ich begann also mit dem Bau einer Plattform aus Grasplatten am Stamm der Eiche. Mit Unkrautstängeln aus diesem Löwenzahn gelang mir dann auch der Bau von Treppen, die ich mir an eine der unteren Wurzeln stellte, um meine Laufwege zu verkürzen. Nun hieß es eigentlich nur noch Gräser fällen und Grasplatten schleppen. Als die Plattform am Abend größtenteils fertig war, stellte ich Werkbank, Zelt und Feuerstelle auf. Zur Sicherheit baute ich sogar noch eine Tür, bevor ich mit der Zubereitung von diesem kulinarischen Meisterwerk begann. Es gab Fliegenbraten. Damn, give me a plate of this. Okay, dann brate ich gleich mal noch ein paar mehr, bevor das hier noch verdirbt. Tja, und dann ist schon wieder Schlafenszeit. Und dann schauen, wo ich bessere Ausrüstung herbekomme. Sieht so aus, als ob ich ein paar von diesen roten Ameisen töten muss, um hier die nächste Stufe an Rüstung und Waffen zu bekommen. Am Morgen sammelte ich ein paar Eicheln und Kleeblätter ein, um damit 3 Lagertruhen aufzubauen. Ich stellte den Rest der Plattform fertig, leerte mein Inventar und brach nochmal zum alten Camp auf, um meine restlichen Gegenstände von dort abzuholen. Hier fand ich zum ersten Mal Ton, eine wichtige Ressource, die sich mit einer Schaufel abbauen lässt. Oh. Okay, für was auch immer ich das brauchen werde. Jetzt habe ich ein bisschen Ton. Zurück an der Eiche konnte ich schon die erste Quest abschließen, indem ich mir eine Schleimpilzfackel baute. Bevor es in die Hecke ging, wollte ich mir zumindest eine Ausrüstung aus Ameisenmaterial herstellen, also begab ich mich auf die Suche nach Ameisen, fand aber bis in die Nacht keine einzige. Dafür fand ich nachts eine Distel, deren Stacheln man benötigt, um daraus Pfeile zu bauen. Also baute ich mir spontan einen Bogen und war am nächsten Morgen für den Fernkampf gerüstet.
Was ist los? Komm her. Oh, jetzt rennen die weg oder was? Feiglinge. Zack. Weg mit euch. Oh Gott. Au. Was? Einfach was? Ich holte mir schnell meine Sachen wieder und verstand, dass ich meine Basis scheinbar über dem Wohnort einer sehr starken Spinnenart gebaut habe. Aber für den Moment schlief sie friedlich, also kehrte ich zurück zu meiner ursprünglichen Aufgabe: Ameisen. Zack, Headshot. Keine Chance. Okay, weiter. Schick mir die nächsten. Okay, jetzt werden es ein bisschen viele, ehrlich gesagt. Ich fand diesen kleinen Ameisenbau und da ich zu Hause feststellte, dass ich auch Loot von anderen Ameisen als nur den bekannten Arbeitern benötigte, ging ich mit einer Fackel hinein und wurde in den Gängen des Höhlensystems auch schnell fündig. Ah, verdammt, ich kann die Fackel und den Bogen nicht gleichzeitig tragen. Okay, probiere ich's mal mit der Ameise. Bam. Oh, wow. Hab dich. Was ist das denn hier? Quarzitscherbe. Oh, ich glaube, das ist eins von diesen Sachen, die ich zum Bau der Schmiede brauche. Okay. Aha, damit hast du nicht gerechnet, oder? Komm, sei ehrlich. Mit dem Material einer weiteren Soldatenameise kehrte ich zurück in die Basis und baute mir das komplette Ameisenrüstungsset und die rote Ameisenkeule, meine erste Stufe 2 Waffe. Die gefundenen Marmor- und Quarzitscherben konnte ich für den Bau einer Schmiede nutzen, mit der man Ausrüstungsgegenstände upgraden kann. Aber das hob ich mir für später auf. Vor dem Aufbruch zur Hecke machte ich noch einen letzten Besuch im Labor, um Rohstoffe zu analysieren. So, was kriege ich denn vom Ton? Lehmfundamente, Lehmrampen, Reparaturwerkzeug, eine Rüstungspuppe. Okay, cool. So, und da ich die eine Quest abgeschlossen habe, kann ich mir jetzt hier gleich eine neue holen. Samtmilbe. Töte 9 Samtmilben. Oh, warum nicht? Jo, dann kaufe ich mir das doch hier. Kochen für Anfänger. 1000 Punkte kann ich mir leisten. Muss ich dann schauen, wie man das zubereitet. Alles klar, auf geht's zur Hecke. Mal schauen, was mich da erwartet. Die Hecke liegt am Rande des Gartens, direkt an der Hauswand. Hier machte ich auch schnell Bekanntschaft mit aggressiven Larven, bevor ich an einer Büroklammer den Aufgang in die Hecke fand. Über die dünnen Äste ging es aufwärts, vorbei an einer Forschungsstation und weiter durch das dichte Astwerk, wo ich nicht nur Wissenschaftspunkte fand, sondern auch die kleinen Bewohner dieser Hecke. Wenn ich doch mal wüsste, wo ich hier lang gehen muss. Oh, hier sind kleine Spinnen. Au, weg mit euch. Hey. Eine Beere. Angreifen. Okay. Glücklicherweise hatte Dr. Tully hier sogar Seilrutschen installiert, mit deren Hilfe ich mich komfortabel fortbewegen konnte. Ich fand einen kleinen Außenposten, der von 2 Robotern bewacht wurde. Mit der Ameisenkeule ließen diese sich aber zum Glück ganz gut ausschalten und so konnte ich mir etwas Loot sichern und diesen Hebel aktivieren. Ab sofort würden auch die Scanner in den Forschungsstationen funktionieren, mit denen man sich die Orte von bestimmten Rohstoffen anzeigen lassen kann, wenn man mal nicht weiter weiß. Immer weiter durchs Gebüsch folgte ich dem Weg, legte mich mit weiteren Jungspinnen aus diesem Spinnennest an und fand eine Frisbeescheibe. In diese gruselige Höhle daneben traute ich mich aber noch nicht hinein und folgte stattdessen den Ästen und Seilrutschen bis zu dieser neuen Station. Oh, das ist nochmal ein großes Labor. Oh! Shit! Hau ab! Oh mein Gott, alle sind tot. Oh Gott! Da ist noch einer. Boah, diese Keule, die hat's echt drauf. Oh, ich kann kaum was sehen, ey, ist das schlimm. Oh, hier ist noch eine Zipline. Das sieht ja nach was Größerem hier aus. Let's go. Alter, das ist eine halbe Stadt hier. Heckenlabor-Durchbruch. Okay, das ist also das Heckenlabor hier.
Der biometrische Scanner öffnete mir fast alle Türen, aber eine davon forderte ein Passwort. Der Papierschnipsel hinter dem Fenster gab einen Hinweis auf weitere Schnipsel, also ging ich tiefer ins Labor, wo weitere Spinnen schon auf mich warteten. Jetzt spielen wir Lauf ums Laborequipment rum. Au! Die will nicht mitspielen, verdammt. Einer noch. Na komm. Jetzt bringen wir es zu Ende. Okay. Ich fand den ersten Teil des Passworts, gefolgt von einem Analysator, den ich gleich nutzte, um neue Items zu analysieren. Ich schaltete einen Kieseldolch und ein Kiemenrohr frei, was das erste Hilfsgerät zum Tauchen ist. Offenbar bleibe ich wohl auch in diesem Spiel nicht trocken. Keulenschwingend bahnte ich mir den Weg durch das verwinkelte Labor und schaltete dabei einen Roboter nach dem anderen aus, bis ich auch den zweiten Teil des Passworts fand. Hier geht's noch ganz nach oben. Oh, eine Art Lager. Oh, Spinne. Mach dich weg. Jo, das kann man ja alles mitnehmen. Ach, wie gut ist das denn? Wie viel liegt denn hier rum? Durch ein Loch in der Außenhülle gelangte ich in den Raum mit dem dritten Passwortschnipsel und nutzte anschließend nochmals den Analysator. Mit Hilfe der Spinnenseide konnte ich nun eine Stufe 2 Axt, Dolch und Bogen freischalten sowie einen Tausammler. Extrem nützliche Baupläne für das Vorankommen, aber erstmal musste ich den letzten Passwortschnipsel finden. Ja, nett, hier ist noch ein Teil mit Uhr. Ah ja, okay, das war das letzte, sehr gut. Das Terminal öffnete den Lootraum dieses Labors und hier lag er, der Superchip für Burgles Speicher. Ich hörte mir Tullys Sprachaufzeichnung an, in der er wegen der Spinneninvasion in Panik das Labor verließ. Scheinbar hatte der arme Dude keinen Ameisenknüppel zur Hand. Ich sprang an den Ästen und Pilzen nach unten zurück auf den Boden und fand dieses Gerät in der Landschaft herumstehen. Nach der Aktivierung startete eine Art Verteidigungsevent, aber mir war nicht klar, was genau hier passiert und gegen die vielen Larven hätte ich vermutlich sowieso nicht viel ausrichten können. Aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich sah mich noch etwas in den heruntergefallenen Laborteilen um, sammelte dort ein paar Wissenschaftspunkte ein und begab mich wieder zurück zur Eiche, um den Chip bei Burgle abzuliefern. Burgle konnte nun die drei anderen Superchips lokalisieren, die sich alle in jeweils einem von Tullys Laboren befanden. Er nannte das Labor im Teich, das Labor im Nebel und ein weiteres im schwarzen Ameisenhügel. Während Burgle sein neues Super Nintendo Spiel wie ein echter Profi säuberte, checkte ich das Computer Terminal, denn hier sollten weitere Baupläne im Shop verfügbar sein. Okay, also ich hole mir auf jeden Fall erstmal die Seilrutschen. Das muss sein. Leiter hole ich mir vielleicht als nächstes, aber vorher noch, glaube ich, will ich erstmal die befestigten Basen haben. Du kannst hier eine Palisade haben, Stängel, Boden, Dreiecke, Lehmsäule. Das ist schon viel besser hier. Komme ich mir einen richtigen Basebau ein bisschen näher. Mittlerweile war es Nacht und ich nutzte die Chance, Glühwürmchen zu beobachten und weitere Fliegen abzufarmen. Ich habe den Eindruck, das Spiel ist hier so ein bisschen überbelichtet, oder? Wie seht ihr das? Ich begann den Bau von Spinnenrad und Püriergerät und stellte einen weiteren Vorratskorb für Essen auf, bevor ich schlafen ging. Doch dieses Mal spielte diese Zwischensequenz eine Erinnerung ab, die den Moment des Schrumpfens in einem Labor von Ominen zeigt. Scheinbar hatte man mich für diesen Zweck entführt. Bombardierkäfer, Brocken und Marienkäferkopf für die Level 2 Axt. Uff. Level 2 Bogen könnte ich auch bauen. Spinnenbrocken, Spinnenfang. Boah, muss ich jetzt echt die Marienkäfer und die Spinnen killen oder was? Das war doch gar nicht so einfach. Okay, ich habe auf jeden Fall eine ziemliche Einkaufsliste jetzt. Mit dem Zeug, was ich hier noch brauche. Und den Sachen für das Level 2 Equipment. Tja, also nichts wie ran. An die Arbeit. Mein erstes Ziel war ein kleines Blumenbeet, ganz in der Nähe meiner Eiche. Hier hoffte ich, die Blüten für das Püriergerät zu finden und nachdem ich eine der Blumen hinaufkletterte, konnte ich tatsächlich die Blüten von der Spitze abbauen. Blütenblatt. Genau was ich brauche. Okay. Verdirbt das?
Ne, er hat keinen Timer. Okay, dann nehme ich mir gleich mehr mit. Ich schlug und schoss diese Blume komplett leer und ließ mich anschließend von einer Spinne aus dem Beet jagen. Mein Bogen machte zwar immer noch kaum Schaden an ihr, aber auf einer erhöhten Position konnte sie mich immerhin nicht angreifen. Danach besorgte ich mir Unkrautstängel, wo ich dieses Mal etwas Neues entdeckte. Hustenblume, füge sie deinem Zubehörsteckplatz hinzu. Oh, die funktioniert als Gleiter. Dann habe ich jetzt wohl sowas. Als neuer Fallschirmjäger besorgte ich mir die letzten Ameisenbrocken, um das Püriergerät und Spinnrad fertigzustellen. Hier konnte ich jetzt nicht nur die groben Seile viel effizienter herstellen, sondern auch erstmals Seidenseile aus Spinnenfäden fertigen. Nachdem ich von einem friedlichen Glühwürmchen besucht wurde, baute ich mir zwei weitere Lagerkisten und machte es mir am nächsten Morgen zur Aufgabe, die Stufe 2-Axt zu erfarmen. Ein Marienkäferkopf und 5 Bombardierkäferbrocken waren für mich zu diesem Zeitpunkt jedoch alles andere als leichte Beute. Ich begann also damit auszutesten, wie ich einen Marienkäfer am besten erledigen kann. Oh. Ja, so schon mal nicht. Es hat schon ein paar Versuche gebraucht und ich probierte verschiedene Waffen aus. Die besten Fortschritte machte ich jedoch mit der Keule und als ich bei einem weiteren Versuch plötzlich unerwartet Hilfe von Ameisen bekam, die aufopferungsvoll für meinen Zweck ihr Leben gaben, nutzte ich meine Chance, um es dieses Mal zu Ende zu bringen. Oh, ich hab's gleich. Oh mein Gott, dank der Ameisen. Die Ameisen haben's rausgerissen. Holy shit. Ja, euch nehme ich auch mit. Sorry. Sorry, ja. Und vielen Dank für die Hilfe. Oh Gott, was für ein Massaker. Die Käferteile schalteten mir das Marienkäfer-Rüstungsset frei und ich machte mich auf den Weg zurück in die Hecke, um die Bombardierkäferbrocken für die neue Axt zu besorgen. Dabei fielen mir zum ersten Mal die massenhaften Tonvorkommen an diesem überschwemmten Bereich vor der Hecke auf, den ich mir für später merkte. Ich hatte das letzte Mal hier aus diesen kleinen Spinneneiern, Spinnennestern oder wie die heißen, irgendwelche Käferteile rausbekommen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Aber da ich diese Käferteile jetzt brauche und die übertrieben schwer zu besiegen sind mit meinem Equipment, kann ich mir das ja hier vielleicht zunutze machen. Okay. Dann lass uns mal spielen. Bis tief in die Nacht schlug ich diese Netzsäcke inklusive ihrer Bewohner auseinander und konnte aus ca. jedem zweiten von ihnen Käferteile bergen. Darunter auch die begehrten Bombardierkäferbrocken und sogar Marienkäferköpfe. Ich hatte mir die Shitshow mit dem roten Ungeheuer also auch sparen können. Irgendwann wurde es mir dann zu dunkel, aber ich kehrte mit genügend Material für die neue Axt zurück in die Basis. Doch das Töten von so vielen Spinnen sollte nicht ungestraft bleiben. Ha? Rache? Was heißt Rache? Kommen jetzt die Ameisen? Nee, Rattennetzspinnen. What? Es folgte der erste Angriff meiner Basis, aber da ich in sicherer Höhe gebaut hatte, konnten die Spinnen nichts weiter machen, als mich mit ihren Netzen zu beschießen und meine Treppe an der unteren Wurzel zu zerstören, die ich nach ihrem Rückzug einfach wieder aufbaute. Nachdem ich mir am Morgen die neue Axt baute, sowie ein komplettes Set Eichelrüstung, fand ich wieder mal etwas Neues heraus. Oh, okay. Es hat jetzt lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass man die mit einer Schaufel ausgraben kann. Oh Mann. Ist hier noch einer? Hallo! Bitte rauskommen. Flipflossen, Blasenhelm, Schleimlaterne, Glühwürmchen, Kopflampe. Das brauche ich. Diese neuen Baupläne sollten mir bei der Unterwassererkundung weiterhelfen. Offenbar stand das Teichlabor also als nächstes auf dem Plan. Aber vorher wollte ich meine Basis zu einem richtigen Zuhause ausbauen und mein Equipment noch weiter verbessern. Ich stellte also ein paar Materiallager auf und begann die Plattform erneut zu vergrößern. Mir gefiel allerdings nicht, dass die Plattform optisch einfach nur in der Luft hing, also wollte ich die Stängelgerüste nutzen, um die Plattform letztendlich abzustützen. Der erste Bienenpelz und Stachel wurde mir für die weitere Analyse freundlicherweise direkt nach Hause geliefert. Ah, was ist das denn für ein Quatsch? So, ich hab sie fast. Viel hat sie nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich hat sie es hinter sich. Tot. Was für ein Scheißkampf.
Das Spinnenrad und eine Lagertruhe waren unter den Opfern der Biene und meine Plattform war auch beschädigt. Eindeutige Zeichen dafür, dass ich mich dringend um die Befestigung und eine Überdachung kümmern sollte. Ich baute mir das Reparaturwerkzeug und behob die Schäden, bevor ich mich an den Weiterbau meiner Basis machte. Und schaut, wer da auch mal wieder aus seinem Haus gekrochen kam. Ah! Oh Gott, no. Doch dieses Mal hat die Wolfsspinne mich nicht erwischt. Ich bemerkte, dass ich mit der Ameisenrüstung viel mehr Ressourcen auf den Schultern tragen konnte und dass ich mir durch bestimmte Aktionen mittlerweile verschiedene Mutationen verdient hatte. Das sind kleine Bonus-Perks, von denen anfangs maximal 2 gleichzeitig aktiv sein können. Und da ich gerade am Bauen und Farmen war, entschied ich mich für Boni auf Grashacken und Laufgeschwindigkeit. Nachdem Plattform und Wände standen, setzte ich eine Wendeltreppe und plante die obere Etage. Genau wie zuvor die Biene lieferte mir in dieser Nacht ein erstes Glühwürmchen sein Loot. Ich mache die Hälfte als Haus und versuche das auch zu überdachen und die andere Hälfte als große Terrasse. Da kann ich da auch so einen Tausammler aufstellen. Na gut, dann lass mal schauen, ja, ob der Tausammler seine Arbeit macht. Also zog ich auch hier Wände nach oben und schloss das Haus mit einem Dach aus Kleeblättern ab. Während ich den unteren Bereich eher fürs Lager und Crafting benutzen wollte, sollte der obere Bereich Küche und Schlafzimmer darstellen. So war jedenfalls der Plan. Mit Hilfe des Glühwürmchenschleims konnte ich sogar einen Kronleuchter für mein neues Zuhause erforschen und bei meinen Farmrunden erledigte sich die Mulden-Quest ganz von alleine. Ich hatte also wieder Platz für eine neue. Finde den Burglechip Grabraub für 1000 Punkte. Ich hol mir mal das Rezept für die Leitern. Die kann ich nämlich an diesem anderen Aufgang da ganz gut noch benutzen. Da komme ich ja nämlich noch nicht hoch, da wo ich das Gestell gebaut habe. Und das wird sich jetzt ändern. Oh Mist, ich habe nicht mehr genug Saft. Das ist ja ärgerlich. Ich könnte mal versuchen, diese Saftfänger zu bauen. Keine Ahnung, wie die funktionieren, aber ich würde sagen, ich finde das jetzt mal heraus. Tja, und in der Zwischenzeit muss ich dann wohl auf die Suche gehen nach Saft. Ich könnte ja hier noch einen bauen. Mithilfe der Sammler, der herumliegenden Tropfen und den Saftklumpen, die ich mir zum ersten Mal mit dem Hammer abbaute, ließ ich das Dach dann auch fertigstellen. Stolz platzierte ich den Kronleuchter und andere Beleuchtung im Haus. Der Tausammler lieferte zuverlässig frisches Wasser, also baute ich auch gleich einen Behälter daneben und probierte die Smoothie-Küche aus. Heilt Gasschutz. Mal gucken, was man hier so machen kann. Maximale Gesundheit und heilt. Das ist ja alles ziemlich gut eigentlich. Max Ausdauer und heilt. Ja. Klingt doch erstmal gut. Oh mein Gott, ich raff jetzt erst, dass man hier unten die Werkzeugleiste mehrfach belegen kann. Das heißt, ich könnte mir ein Set zum Kämpfen und ein Set zum Farmen oder was machen. Okay. Am nächsten Morgen erforschte ich unter anderem den Stufe 2 Hammer und eine Art Granate namens Bratwumst. Vor der Tür des Labors sammelte ich Eichelkappen und baute damit Leitern, womit ich nun einen zweiten Zugang zu meiner Basis hatte. Und nun war es endlich soweit. Nach vielen Schmerzen mit dem Kampfsystem baute ich mir endlich das Item, was mein Spiel für immer verändert hat. Nach 18 Tagen baute ich mir ein Schild. Aber was mich wahnsinnig interessieren würde, ob ich mit dem Schild besser blocken kann tatsächlich. Vielleicht probiere ich es einfach mal mit Axt und Schild. Wo ist denn hier so ein Marienkäfer? Okay, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, dir geht's jetzt an den Kragen. Oder mir. Okay, let's go. Ja, der blockt ja alles. Ausdauer. Auf die Ausdauer geht's. Das ist interessant. Das ist gar nicht so schwer mit dem Schild. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. So, jetzt machen wir dich platt. Yes! Da bin ich ein bisschen Schaden bekommen. Das ist so einfach mit dem Schild. Oh Gott, und ich habe mich so angestellt vorhin. Ey, das ist so viel einfacher.
mit dem Schild. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass ich das jetzt erst bemerke. Frag mich, ob ich damit auch so eine große Spinne kaputt kriege. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und tatsächlich ließ sich auch diese größere Radnetzspinne mit der Kombi aus Axt und Schild ohne Probleme erledigen. Es gesellte sich sogar noch eine zweite dazu, die das gleiche Schicksal erlitt. Tod! Die zweite! Oh mein Gott, ist das gut mit dem Schild. Ich kann's nicht oft genug sagen. Wie geil ist bitte dieses Schild? Aber alles hat seinen Preis und so musste meine Axt dringend mit Bombardierkäferbrocken repariert werden. Es war also Zeit, nochmal zur Hecke zurückzukehren. Hier hatte ich die Käfer schon mal gesehen, die mit dem Schild nun auch kein großes Problem mehr darstellten, sofern man sich von den giftigen Geschossen fernhielt. Nochmal knapp wurde es dann, als ich mich gegen diesen Ansturm an Larven durchsetzen musste, wenngleich sich die Streithähne am Ende sogar gegenseitig bekriegt haben. Nach dem Reparieren der Axt verprügelte ich jeden Käfer, der mir vors Fadenkreuz kam, denn die Materialien konnte ich gut gebrauchen. Und als die Gegend komplett leergeräumt war, begab ich mich nochmals in die Hecke, um mir dieses Mal Bärenstücke mitzunehmen. Kann ich hier eigentlich auch runterschießen? Oh ja, großartig. Die ist platt. Die ist zu weit runtergefallen. So, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich doch gleich einen Stopp bei dem Forschungslabor hier. Dann kann ich gleich die Sachen analysieren. Oh, es gibt richtige Spinnenrüstung. Okay. Dörrgestell, na das ist doch was Nützliches. Mit vollen Taschen rannte ich nach Hause, wo ich mir gleich das Dörrgestell aufbaute. Hier kann man nicht nur Fleisch trocknen, sondern auch die Bärenstücke zu Leder machen. Und genau das brauchte ich für eine Stufe 2 Rüstung. Nachdem ich am Abend noch 2 Bienen abwehrte, begann ich damit meine Basisplattform mit einem Stängelgerüst abzustützen. 2 Tage verbrachte ich damit, Unkraut zu fällen, Stängel zu schleppen und mir mit Hilfe von Baugerüsten die komplette Plattform mit Stützen zu unterfüttern. Das hatte zwar keinen besonderen Nutzen, aber sah einfach deutlich besser aus als vorher. Da ich die Hecke und den lehmhaltigen Bereich davor wohl noch öfter besuchen muss, wollte ich mir eine Seilrutsche in diese Richtung bauen. Ich suchte mir einen Stein, auf dem das Seil enden konnte, baute das Gestell auf und verband es mit meiner Eichenbasis. Okay, da muss ich jetzt nur rübergehen und oh, was ist das denn? Eine Feder, die da runterkommt. Soll ich mir die mal holen? Und danach gehe ich zurück und baue mein Seil auf und dann habe ich eine Seilrutsche. Hoffe, die funktioniert irgendwie. Krähenfeder. Ach, die kann ich zerhacken. Ah, Krähenfederstück. Nice. Selten sogar. Einfaches Bett. Okay. Schützenmütze. Krähenarmbrust. Oh mein Gott, es gibt eine Armbrust. Weg mit dir. Ey, die hat meine Tür zerrupft. The fuck. Naja gut, wollte sowieso eine stärkere Tür einbauen. Danke, Biene, danke. Okay. Das war's. I believe. Ui. Ja, das ist doch ordentlich. Da kann man sich ja gar nicht beschweren. Oh Gott. Okay, da kann man sich doch beschweren. Das war ja eine unsanfte Landung. Meine nächste Station war der Teich. Hier gab es nervtötende Stechmücken am Ufer, lustige Kaulquappen und einen riesigen Koi-Karpfen, der das Becken patrouilliert. Ich hingegen war auf der Suche nach den Ruderwanzen, die ich noch für eine Quest töten sollte. Nur fiel mir dabei auf, dass ich gar keine Waffe hatte, die man unter Wasser benutzen konnte. Ich fand etwas Seerosenwachs und konnte mir damit einen Dolch aus der Unterwasserkategorie bauen, um damit auf Wanzenjagd zu gehen. Nachdem das erledigt war, hatte ich genug Leder getrocknet, um mir ein komplettes Set Marienkäferrüstung zu bauen, meine erste Stufe 2 Rüstung. Ich gönnte mir mit Hilfe der Krähenfedern außerdem ein gemütliches Bett, um am nächsten Morgen ausgeruht die nächste Quest angehen zu können. So, da hinten ist er, der rote Ameisenhügel. Hier soll's sein, der Burglechip Grabraub. Ich weiß, ich könnte einfach mit der Ameisenrüstung hier durchlaufen, ohne angegriffen zu werden. Aber das Ding ist, ich brauche eigentlich die ganzen Ameisenteile, weil die braucht man für so viele Sachen zum Bauen.
Da nutze ich das doch hier gleich und schlag mich einmal durch. Also, traut euch, kommt zu mir. Und sie kamen. Viele. Viel mehr als ich dachte. Aber meine Ausrüstung war mittlerweile so gut, dass sie mir kaum noch etwas anhaben konnten. Die Gänge des Ameisenhügels waren hingegen ziemlich leer, vermutlich weil die meisten Ameisen vorher schon rauskamen. Auch hier gab es viel Quarzit und Marmorscherben zu erbeuten, die ich später an der Schmiede zum Upgraden verwenden konnte. Das hier ist übrigens kein Superchip für die Story, sondern einer der optionalen Chips, mit dem man sich Wissenschaftspunkte und zusätzliche Perks aus dem Shop verdienen kann. Ich gab den Chip bei Burgle ab, holte mir aus dem Shop das verbesserte Fackelrezept und beendete den Tag damit, eine Kochstelle zu bauen. So, Panzerung. 1, 2 und 3. Und damit werde ich jetzt meine Rüstung aufwerten. Und zwar einfach auf Level 2. Und das mache ich jetzt mit allen Teilen. Das schützt mich dann hoffentlich noch ein bisschen besser. 10% mehr Schadensreduktion. Auch meiner Axt spendierte ich 2 Upgrades und nachdem ich mir schnell etwas Seegras vom Grund des Teiches holte, konnte ich mir auch Schwimmflossen und ein Kiemenrohr bauen, mit dem man unter Wasser länger Luft hat. Denn schließlich wollte ich als nächstes das Teichlabor finden, was wohl tief unter dem Teich versteckt war. Neben vielen Wasserspinnen und ein paar Wissenschaftspunkten fand ich auch erste Hinweise auf das Labor. Den Eingang fand ich schließlich erst, als ich diesem Kabel in die Tiefe folgte, von dem zum Glück immer wieder Luftblasen aufstiegen. Oh. Okay. Ah, versunkener T-Rex. Ach, wie cool. Was ist das? Ein Zahnstocher? Nee. Verrottender Stachelspeer. Okay, aber ich habe ja schon einen richtigen. Oh, was haben wir denn hier? Schlammige Schuppe mit der Schaufel. Koi-Schuppe. Ah, da ist noch eine. Das ist was anderes. Versunkener Knochen. Okay. Ich glaube, diese Knochen brauchte man sogar für den Helm oder irgendwas. Oh, hier sind richtig viele davon. Oh, wow. Davon sollte ich mir vielleicht welche mitnehmen. Und dann erstmal den Helm bauen. Weil ich sehe nicht, dass da irgendwo Luft ist, die ich nehmen kann. Tauche ich erstmal wieder auf und baue mir den Helm, ey. Das ist mir sonst zu risky hier. Ich baute mir also den Taucherhelm und verschwand wieder in den Tiefen des Teiches. Entlang der Kabel, vorbei am T-Rex und mit über 150 Sekunden Sauerstoff dieses Mal hinein ins Teichlabor. Oder zumindest in dessen Außenbereich, denn der Haupteingang zum Labor war noch versperrt. In dieses überflutete Labormodul konnte ich hingegen hineinschwimmen und neben etwas Loot diesen biometrischen Scanner aktivieren, der mir eine Tür ins Trockene öffnete. Dort fand ich eine sehr nützliche Laterne und wurde mit dem ersten kleinen Rätsel konfrontiert. Sicherung zurücksetzen, okay. Dann muss ich das wohl machen. Oh Gott. What the fuck? Verschwinde, du Blechbüchse. Alter, schießt er mit irgendwelchen Kugelblitzen auf mich. Ich schwamm wieder in den Außenbereich, denn hier waren alle 3 Sicherungen zu finden. Eine ganz offensichtlich an der Wand des Labors, eine zweite in einer Felsspalte versteckt und die dritte tief in einem überfluteten Labormodul. Ah, es ist offen. Okay, cool. Ist hier Luft? Oh ja, nice. Ich suchte mir also einen Weg durch den Hauptteil des Teichlabors. Durch eine weitere Tauchpassage voller Loot und Wasserspinnen gelangte ich zu diesem Terminal, was mir wiederum den Weg zur Zentrale öffnete, dem Unterwasserdom, der natürlich bewacht wurde. Und der Kampf gegen diese Wachroboter wurde ziemlich schnell sehr chaotisch. What the fuck? What the fuck, Alter? Ah, bin ich hier bei Dragon Ball oder was? Oh Gott. Alter, was für eine Kacke. Jetzt reicht's aber. Teichkuppel. Oh, das ist der Superchip. Okay, das heißt, das ist hier das Ende von dem Labor.
Das letzte Terminal öffnete die Beobachtungskuppel und damit war das Labor abgeschlossen. Vor dem Verlassen sah ich mir noch die sehr aufschlussreichen Informationen auf den Monitoren an und sammelte mir diese Muskelsprossen ein, die hier einmal ringsherum angepflanzt waren. Ich schwamm wieder zurück an die Oberfläche und besuchte am nächsten Morgen Burgle, um ihn seinen neuen Chip zu bringen. I knew I could count on you. Please hold while I update my files. Ich erfuhr, dass ich erst eine Energiezelle mit einem speziellen Cocktail an Zutaten wieder aufladen muss, bevor die Vergrößerungsmaschine funktionieren würde. Fragt sich nur, ob Burgle mir auch die Zutaten dafür nennen kann. Error. Missing directory. Boo-doo-doo. Boo-doo-doo. Natürlich konnte er das nicht, dafür brauchte er erst die übrigen beiden Superchips. Okay, aber ich will jetzt hier erstmal gucken, was ich jetzt kaufen kann. Hier muss doch jetzt wieder einiges freigeschaltet worden sein. Wo ist denn dieses blöde Terminal hier? Erstmal habe ich zwei neue Quests. Ich soll eine Larvenklinge herstellen und Madenleggings, okay. Das sind Sachen, die kann ich machen. Nicht so schwierig. So, jetzt den Science Shop. Schwimmendes Fundament, uhu. Ah, das heißt, ich kann sogar auf dem Wasser bauen. Nicht nur auf den Seerosen, sondern direkt auf dem Wasser. Das ist ja stark. Gebogene Basen, Noch mehr Bauteile. Okay, gib mir das zuerst. Was mich ein bisschen stutzig macht, hier ist da zwar das Teichlabor, das habe ich jetzt quasi markiert und freigeschaltet, aber hier ist halt immer noch ein Chip. Vorher waren es zwei, jetzt nur noch einer, aber was soll der zweite sein? Eine Frage, die sich bald schon klären würde, aber zunächst machte ich es mir zur Aufgabe, alle offenen Quests abzuschließen. Ich holte mir etwas trockenes Gras und rannte zurück zum Ameisenhügel, denn hier war die wichtigste Ressource für den Bau der Gasmaske und sie hatte 6 Beine. Da ich am Anfang schon einmal fast von der Giftwolke einer Baumwanze gestorben bin, suchte ich mir wieder Hilfe und lockte die Baumwanze zum Ameisenhügel. Knapp wurde es trotzdem, aber am Ende konnte ich auf diese Weise das Loot von 2 Baumwanzen erbeuten und nach Hause zurückkehren. So, nach diesem aufregenden Tag kann ich jetzt die Madenleggings machen. Ich kann jetzt sogar die Gasmaske machen, dank der Baumwanzenbrocken. Den Insektenhammer wollte ich ja machen, kann ich jetzt auch machen. Habe ich jetzt Stufe 2 Hammer endlich. Und das letzte war für die Quest die Larvenklinge. So, alles erledigt. Boah, soll ich es mal versuchen mit so einer Wolfsspinne? Dann könnte ich mir halt auch den Insektenbogen bauen. Boah, ich weiß nicht, ob das klappt. Schwächen, Hacken, Schlitzen und Scharf. Also mit der Axt bin ich da schon ganz gut, glaube ich. Ich änderte die Mutation noch auf einen Bonus fürs Blocken und den Axtkampf und stürzte mich ins Unglück. Natürlich war mir klar, dass das hier nicht beim ersten Versuch klappen wird. Was die Wolfsspinne am Anfang besonders schwer macht, ist ihr Gift, was oftmals trotz Blocken durchkommt. Aber noch viel wichtiger ist das richtige Timing mit dem Angriff und den Blocken. Das kann manchmal frustrierend sein, aber es hilft alles nichts. Und da gibt's auch keine Abkürzung. Man muss einfach beobachten und lernen. Und dann, wenn man den Bogen raus hat, schafft man auch die Wolfsspinne zu besiegen. Naja, zumindest fast. Giftresistenz, Mutation. Was willst du von mir? Du bist jetzt nach dieser Spinne nicht mehr wirklich die Bedrohung, rote Ameise. Oh mein Gott. Spinnenfang. Alter. Das war jetzt echt schwierig, das zu bekommen. Das muss ich unbedingt analysieren. Aber ich glaube, für das, was ich bauen will, brauche ich 2 davon für den Bogen, oder? Na gut, da sind ja nicht umsonst 2. Aber das mit der Giftresistenz will ich ausprobieren. Was brauche ich nicht? Paradenmeister. Okay, dann gib mir
Dann gib mir Giftresistenz. Die neue Giftresistenz machte die nächste Wolfsspinne zumindest etwas verträglicher, aber dieses Mal musste ich unter erschwerten Bedingungen arbeiten, als sich am Ende noch jemand in den Konflikt einmischte. Blöde Ameise, hau ab! Wenn ich jetzt verliere, dann ist es wegen der Ameise. Nein! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das war knapp. Endlich konnte ich mir nun den Stufe 2 Bogen bauen und verbesserte ihn sofort mit Schleifsteinen auf Level 4. So, erstmal werde ich das hier versetzen. Irgendwohin. Spielt jetzt erstmal nicht die große Rolle, wohin. Denn ich will jetzt hier in diese Richtung noch ein Stück weiter bauen. Ein Stück weiter in die Richtung. Dann muss ich irgendwie nach oben kommen, denn von oben will ich noch weitere Seilrutschen in mehrere Richtungen spannen und mir dort dann so Außenposten bauen. Da hätte ich Bock drauf. Ich stellte dieses Mal zuerst die Gerüste auf, bevor ich den Boden verlegte. Wieder mal ein Bauprojekt, was mich mehrere Tage kostete, aber die zukünftigen Seilrutschen nutzte ich im weiteren Verlauf so oft, dass hier jede Minute gut investiert war. Unkrautstängel und Grasplatten war alles, was ich in dieser Zeit sah, und als es dann um die Treppen ging, kamen noch Eicheln als wichtiger Baustoff hinzu. Einen Zwischenstopp machte ich dabei nur hier an der Forschungsstation, um schon mal neue Quests anzunehmen, die dieses Mal etwas komplexer waren. Finde den Burglechip versunkener Schatz. Oh, ist das der zweite in diesem Teich? Das könnte sein. Hier ist noch ein Burglechip. Geschmackvoller Aufstieg. Boah, die geben halt richtig viel Punkte. Und eine Trinkflasche herstellen. Okay, das wollte ich sowieso mal machen. Das ist perfekt. Ich wollte mit meinem Steg um die Eiche die genau entgegengesetzte Seite des Baumes erreichen, um von dort aus eine Seilrutsche zum Teich und darüber hinaus zu bauen. Die Trinkflasche hatte ich mittlerweile auch schon gebaut und konnte nun nicht nur Wasser mit mir herumtragen, sondern auch den Sammelbehälter füllen, den ich vor einiger Zeit gebaut hatte. Die Dinge gingen gut voran und auch die gelegentlich vorbeifliegenden Bienen waren überhaupt keine Bedrohung mehr. Verdammte Ich besorgte mir neue Dornen und neue Eichelkappen, um den Steg mit einem Geländer zu versehen. Denn Sicherheit geht vor. Immer. Und dabei durfte auch die Beleuchtung nicht fehlen. Die Stängelböden sorgten für einen immer größeren Bedarf an Seilen, aber ich hatte keinen Ton mehr, um weitere Spinnräder zu bauen. Trotzdem war ich mit meinem Steg schon ziemlich weit gekommen, aber ein kleines Stück musste ich noch weiter bauen, denn dort, wo ich mit der Seilrutsche hin wollte, gab es noch keine Sichtlinie. Doch nur einen Tag und ein paar Dutzend Stängelböden später hatte ich den gesamten Teich im Blickfeld und konnte meinen Steg abschließen. Diese Biene hier war darüber scheinbar nicht sehr erfreut. Ciao. Ja, ich sehe schon, ich brauche wieder Ton. Einmal hierfür und einmal für die weiteren Spinnenräder. Denn ich kann nicht schnell genug hier für sowas Seile produzieren. Ich muss davon viel mehr aufbauen, aber für alles braucht man leider Ton. Aber ich denke, ich kann von hier aus eine Seilbahn runter machen auf dem See. Dann baue ich auf dem See noch irgendwas. Vielleicht genau über diesem Ausgang von dem Labor. Und dann gleichzeitig aber auch noch, tja, irgendwie in die Richtung, keine Ahnung. Also von hier stehen mir ja alle Wege offen. Also dann, meisten Ton habe ich bisher gefunden an diesem kleinen überfluteten Gebiet vor der Hecke. Und da habe ich ja zum Glück schon eine Seilrutsche in diese Richtung. Ja, das ist doch komfortabel so zu reisen. Uah! Na, gut, dass ich meine gute Rüstung angezogen habe. Ist nicht alles ganz so freundlich hier in diesem Gebiet. Mit einem Inventar voller Ton kehrte ich zurück zur Eiche.
baute mir ein zweites Spinnrad und dann sogar noch ein drittes. Den Ton nutzte ich außerdem, um mir zwei Rüstungspuppen für meine Ameisenrüstung und mein Taucherset aufzustellen. Diese Aufsteller sehen nicht nur cool aus, sondern ermöglichen auch den Tausch des kompletten Rüstungssets mit nur einem Tastendruck. Die Terrasse erhielt einen zweiten Tausammler und die Plattform auf der gegenüberliegenden Seite bekam ihr Seilrutschengestell. Nachdem auch das Geländer komplett war, brauchte ich jetzt nur noch einen Zielpunkt für die Seilrutsche. Doch bevor ich mit dem Bau begann, hatte ich erstmal noch eine Rechnung mit dem Teich offen, denn hier war ja immer noch ein Chip versteckt, für den ich mittlerweile auch eine Quest hatte. Rosiger Schlüssel. Okay. Da einem das Spiel absolut keine Hinweise auf den Fundort des Schlüssels gibt, musste ich danach googeln und es stellte sich heraus, dass es hier im Außenbereich vom Teichlabor eine kleine Felsspalte gibt, in der nicht nur eine Armee an Wasserspinnen, sondern auch der begehrte Schlüssel wartet. Da ist er. Oh Gott, die ganzen Spinnen hier. Oh, ich muss hier weg. So, jetzt nochmal zur Truhe. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel immerhin. Ey, was ist das denn hier? Oh, mega Milchmolar. Okay, aber das hier habe ich doch gesucht. Den Chip für die Quest. So, und jetzt erzähl mir mal, wie ich in dieses Lab hier reinkomme. Das sieht doch auch noch wichtig aus, oder? Oh, hier geht's rein. Aber das ist alles unter Wasser. Hier braucht man Manager-Schlüsselkarte. Okay. Nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich vor so einer Tür stand, die man nur mit der Karte vom Assistant Manager öffnen kann. Aber das Geheimnis um diese Schlüsselkarte lüfte ich später. Ich gab den Chip bei Burgle ab und schaltete mir im Shop die schwimmenden Fundamente frei. Es war an der Zeit, aufs Wasser zu expandieren, doch mit den Fundamenten gab es ein kleines Problem. Oh, brauchst Bärenleder für die schwimmenden Fundamente. Uff, uff. Oh, dann brauche ich aber noch welche von den Trockengestellen. Ja, eins kann ich noch machen. Sonst fehlen mir wieder Bombardierkäferbrocken. Könnte ich natürlich ein paar farmen gehen. Sollte ich vielleicht auch. Hab auch gar nicht genug Beeren, um da so viele Fundamente draus zu machen. Vielleicht sollte ich mir noch mal ein paar Bombardierkäfer und ein paar Beeren holen von der Hecke. Einen ganzen Tag verbrachte ich also nochmal an der Hecke, um die Bombardierkäfer abzufarmen und Beeren zu ernten. An der Forschungsstation benutzte ich hier den ersten Mega-Milchmolar, den ich aus der versunkenen Truhe hatte und verbesserte damit meine maximale Stapelgröße auf Rohstoffe. Mit genügend Leder in Produktion konnte ich nun mit dem Bau auf dem Teich beginnen. Also nicht, dass ich hier jetzt unbedingt an oder auf diesem Teil bauen muss, oder ist das ein Wissenschaftspunkt, aber ich wollte mal gucken, ob man hier theoretisch bauen kann und was hier alles so ist. Eine Forschungsstation ist hier zum Beispiel. Ich glaube, ich will hier in dieser Ecke bauen. Dann kann ich nämlich einerseits hier einen Zugang nach oben bauen, um mit so einer kleinen Brücke oder einer Treppe da oben hinzukommen oder einer Leiter. Und andererseits mir einen Zugang hier drauf bauen, dass ich easy Zugang zu dem Forschungslabor habe. Das wäre eigentlich ein ganz guter Zweck für so eine kleine Zwischenbase hier. Ich begann also mit dem Setzen der ersten Schwimmfundamente und verband die Seilrutsche zunächst mit einem Grashalm, um erstes Baumaterial rüberzuschicken. Daraufhin baute ich mir ein kleines Camp auf einer der Seerosen und baute die Schwimmplattform Stück für Stück in Richtung Ufer. Ich musste zwischenzeitlich immer wieder auf neues Leder warten, also baute ich mir noch ein weiteres Dörrgestell in meine Basis, um die Sache zu beschleunigen. Leider wollten meine Ressourcen aber insgesamt nicht ausreichen, also verbrachte ich erneut einige Zeit an der Hecke. Aber dieses Mal nicht nur wegen Käfern und Leder, sondern auch vor allem für Spinnenseide. Denn davon gab es hier mehr als genug zu erbeuten. Milchmolar, da ist einer. Na, ist doch nett. Einen zweiten von diesen Milchmolaren fand ich nach meiner Rückkehr am Rande des Teiches. Die sollen übrigens Kautabletten darstellen und können zur Verbesserung der eigenen Werte, wie zum Beispiel Gesundheit oder Ausdauer, verwendet werden. Aber da ich mal wieder sehr viele Spinnen getötet hatte, musste ich erstmal die nächste Rache auf meine Basis abwehren. Zwei Stück, Basis verteidigt. Oh, na das lief doch besser, aber jetzt ist schon wieder meine Treppe kaputt. Die greifen immer die Treppe an, naja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie irgendwie erreichen können hier.
Einfach über 40 Tage und ich finde jetzt raus, dass man die Kisten beschriften kann. Stark. Wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte, aber wirklich. Ich hatte nun alles, um den Steg aus Schwimmfundamenten fertigzustellen. Um schneller Baumaterial auf den Teich transportieren zu können, baute ich mir noch eine zweite Seilrutsche neben die Eiche und begann damit, massenhaft Rohstoffe zu verschicken. Zwar hatte ich etwas Verlust, weil ein Teil immer im Wasser landete, aber ich konnte so immerhin eine Brücke an Land bauen, um dort schon mal ein Fundament zu legen. Hier entsteht dann irgendwann ein Turm, der bis da nach oben geht, falls es überhaupt geht, wo man dann nach oben gehen kann. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht so sehr interessant. Ich würde viel lieber erstmal noch ein bisschen was hier auf dem Wasser machen. Hier sollte keine Riesenbasis entstehen, nur ein kleiner schwimmender Außenposten für den schnellen Zugang zum Teichlabor und seinen Ressourcen, die im weiteren Verlauf des Spiels noch von großem Wert sein werden. Überhaupt nicht gerafft, dass hier unter der Dose, an der ich quasi ständig vorbeilaufe, so ein Zahn liegt. Ich musste bestimmt doppelt so viel Ressourcen farmen, wie ich verbauen konnte, da die Hälfte immer im Wasser landete und teilweise auch unter die Seerosen oder ganz außer Reichweite gespült wurde. Nachdem ich mein ganzes Camp von der Seerose in die neue Basis verlegte, zog ich deswegen auch die Seilrutsche um, sodass nun alle Ressourcen auf der Terrasse landeten. Ah, da fliegt nichts runter, da landet nichts im Wasser. Alles landet hier auf der Terrasse. Perfekt. So, was ich hier oben draus machen will, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht stelle ich hier irgendwas zur Verteidigung noch hoch, falls das hier mal angegriffen wird. Durch so ein Raid oder was, keine Ahnung. Ah, aber das Wichtige ist erstmal, dass hier die Ressourcenanlieferung funktioniert. Mein Gott, macht der Vogel da oben einen Krach, ey. Was ist, wenn ich den abschieße? Hör auf. Ah, geht nicht. Okay, aber der hat die Federn fallen lassen. Da ist eine. Da oben ist auch noch eine. Ich holte mir die Krähenfedern und untersuchte dann einmal die Unterseite der Pagode, auf der der Vogel saß. Und hier fand ich diesen Eingang zu einem kleinen geheimen Labor. Oh, aber ich sterbe jetzt? Oder ist das hier mit... Okay, hier ist kein Wasser. Oh, das wollte ich jetzt wissen. Ah, da braucht man auch wieder diese Assistant Manager Schlüsselkarte. Verdammt. Das ist ja schade. Boah, so viele Upgrade-Materialien hier hinter. Okay, das muss ich mir merken. Da muss ich mir, wenn ich die Karte habe, nochmal herkommen. Hallo. Na, das kriegst du dafür, wenn du mich erschrecken willst. Mir blieben jetzt nur noch ein paar restliche Verschönerungen, wie zum Beispiel die Beleuchtung und die Geländer. Für die besuchte ich sogar noch einmal das Meer an Sprösslingen unter der Hotdog-Pappe, was ich zum Anfang schon mal fand. Und an Tag 47 war es dann auch soweit. Den schwimmenden Außenposten fertiggestellt, war ich bereit für die Reise zum nächsten Superchip. Jetzt, wo ich so viele Krähenfedern gesammelt habe, kann ich mir sogar so eine Armbrust bauen. Die habe ich noch gar nicht probiert. Bin mir gar nicht sicher, ob ich da spezielle Pfeile für brauche oder was. Probier das einfach mal aus. Ne, die nimmt die normalen Pfeile. Okay. Die Armbrust verbesserte ich sofort auf Stufe 3 und an der Forschungsstation gab ich meine 3 Milchmolaren dafür aus, dass ich ab sofort 3 statt nur 2 Mutationen gleichzeitig nutzen konnte. Ich zog meine stärkste Rüstung und dazu die Gasmaske an und brach auf in Richtung des Nebels. Die ganzen Insekten, das sind ja alles andere Versionen von denen. Das sind dann wahrscheinlich die, oh Gott, das sind dann wahrscheinlich die infizierten Versionen davon. Uff. Und mit genau diesen infizierten Versionen machte ich auch schnell Bekanntschaft. Alle etwas stärker und teilweise mit neuen Fähigkeiten. Diese infizierten Fliegen klauen einem gern mal die Waffe aus der Hand. Die Rüsselkäfer werden zu Selbstmordattentätern. Und diese Milben hier haben auch Fernkampf umgeskillt. Ah, hier kommt das ganze Gift her. Ah, was ist das? Nebelpilz. Ach okay, das ist auch dieser Pilzauswuchs. Okay, was ist das hier? Oh Gott. Okay, die explodieren. Gut zu wissen. Generell ist der Nebel ein sehr hektisches und feindliches Biom. Alles um einen herum springt einen entweder sofort an oder fliegt in die Luft. Am Abend fand ich trotzdem noch das, wofür ich hergekommen war. Beschädigte Tür. Oh, eine Bombe brauche ich dafür. Was für Geräusche hier.
Okay, benötigt Sprengsatz. Gut, muss ich mir so eine Bombe bauen. Pilzauswuchs, den habe ich jetzt, aber ich brauche rote Ameiseneier. Kriege ich sicherlich irgendwo her. Gib mir mal vielleicht noch ein paar hiervon, dann gehe ich erstmal zurück und baue mir diese Bombe. Auf dem Weg nach draußen konnte ich noch einen Milchmolar einsammeln und holte mir damit sofort ein Upgrade auf die maximale Gesundheit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich konnte es in diesem Gebiet ganz gut gebrauchen. Auf dem Weg nach Hause begegnete ich dann noch diesem kleinen harmlosen Marienkäfer. Okay, mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Zurück zu Hause legte ich erstmal die Ameisenrüstung an, denn dieses Mal wollte ich keinen Krieg mit den Ameisen anfangen und stattdessen nur gemütlich durch ihren Bau spazieren, um ein paar Eier einzusammeln. Auch hier fand ich noch einen Molar und dank des Stufe 2 Hammers konnte ich dieses Mal auch alle Schmiedematerialien abbauen. Ich kehrte zurück zur Eiche, baute mir zwei Bomben, wechselte die Rüstung und begab mich auf direktem Wege zurück an die versperrte Tür. So, hier bin ich wieder. Oh, nicht die blöden Fliegen, ey. Weg damit. So. Bam! Weg damit. Der Scanner öffnete mir den Weg ins Labor, wo es ein freudiges Wiedersehen mit den schwebenden Blechköpfen gab. Sollte da vielleicht nicht so nah rangehen. Um möglichst viele Pilzsporen zu ernten, nahm ich mir die Zeit und baute alle Vorkommen ab. Nicht nur die aus der Höhle hier, sondern auch die aus dem nächsten Laborraum, der damit bis zur Decke gefüllt war. Was ist das denn? Rüsselkäferstatue? Lul. So, was haben wir jetzt hier? Sind ein paar Shards, bisschen was zu essen. Dann haben wir hier einen Hebel, der irgendwas macht. Und Upgrade-Material. Nice. Hinter der nächsten Tür kam es zu so etwas wie einem kleinen Bosskampf, aber was hier vielleicht am Anfang etwas beängstigend aussieht, stellte sich dank Armbrust doch als ziemlich simpel heraus. Okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schwer, wenn man sich von denen nicht treffen lässt. Die kleinen Milben hier, die schießen immer daneben. Okay, das ist halt wirklich nicht schwer. Zum Glück. So, einer noch. Yay. Das war's. Ach, und die Milben sind auch sofort tot. Okay. Ich säuberte noch den letzten Abschnitt von den vielen Milben und erhielt schließlich den Superchip aus diesem Labor. Dr. Tully hielt in einer Sprachaufzeichnung fest, dass er nach dem Scheitern seiner Experimente an den Pilzen hier zum Schwarzameisenlabor flüchten wollte. Die letzte Station auf meiner To-Do-Liste. Durch eine Rohrleitung schwamm ich in Richtung Ausgang, doch hier gab es vorher noch einen Abzweig, den ich zum Glück erkundete. Auch wenn dieser Weg ziemlich gut mit Wasserflöhen und Spinnen gefüllt war, sollte sich der Umweg lohnen. Dauert mir zu lang, dich zu bekämpfen mit dem blöden Messer. Einfach mal durch hier. Nicht nach hinten gucken. Einfach nur durchschwimmen. Oh, das sieht ja super aus hier. Na, das nimmt man doch gerne. Von hier aus ging es nur noch nach draußen. Ich verließ das Rohr durch ein freiliegendes Loch, sah mich noch etwas in der Umgebung um und verprügelte diese nachtaktive Baumwanze, bevor ich nach Hause zurückkehrte, um noch etwas Schlaf zu bekommen. Hey, R2D2 für Arme. Wir haben uns lange nicht gesehen. Guck mal, meine neue Armbrust. Wie findest du die? Hier, ich habe einen neuen Chip für dich. Ich erhielt nun von Burgle das Rezept für den Vergrößerungscocktail, wobei allerdings noch zwei Zutaten unbekannt waren. Im Shop konnte ich mir nun den Schmelzofen freischalten, in den man unter anderem ein neues, stabiles Baumaterial herstellen kann, Pilzziegel. Außerdem schaltete ich Geschütztürme frei, auf die ich schon sehr gespannt war. In der Nacht wurde wieder eine Erinnerung abgespielt. Die Wissenschaftler waren ganz zufrieden mit dem Schrumpfexperiment und unterhielten sich über das noch nicht gelöste Austrocknungsproblem. Dazu befragte ich sofort meinen Freund Burgle, der mir bestätigen konnte, dass dies eine ungewollte Nebenwirkung des Schrumpfens ist, an deren Lösung auch Dr. Tully hier im Garten forschte. Um gut hydriert zu bleiben, craftete ich mir erstmal einen Monatsvorrat an Heiltränken, stellte mir eine Kopflampe her und war bereit für den nächsten Abschnitt meiner Reise. Oh, da hat sich meine Mutation weiterentwickelt. Nice, das ist die dritte Stufe von dem Axt-Skill, glaube ich.
Ich glaube, die Fliege da hinten, die hat gerade keinen Spaß. Dank mir später. Die kommenden Aufgaben und Rohstoffquellen befanden sich alle eher am westlichen Rand des Gartens, noch hinter dem Bereich des Nebels. Also machte ich das gleiche wie mit der Hecke und suchte mir einen schönen Ort für eine Seilbahn zur Eiche. Das ist doch hier eigentlich ein ganz netter Ort, um die Seilbahn aufzustellen, denke ich. Irgendwas, was höre ich denn hier? Hier ist ja so eine Spinne. Okay, vielleicht doch nicht so der beste Ort. Vielleicht gehe ich lieber auf diesen Stein hier hinten, den hinteren. Ich baute hier also das Seilrutschengestell auf und begab mich auf die Suche nach einem bestimmten freiliegenden Rohr. Denn hier sollte ich den Schlüssel für den nächsten optionalen Chip finden, der ganz oben auf dem Tisch versteckt war. Tatsächlich war der Schlüssel hier nicht schwer zu finden und es war an der Zeit, den Aufstieg auf den Gartentisch anzugehen. Okay, das Teil hier soll man jetzt wegspringen können. Dafür habe ich diese Bomben dabei. Geiles Ding. Haha. Oh, da ist sogar so ein Seilbahn-Ding. Wie der Sandkasten aussieht mit den Augen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das Augen sein sollen. Weil hier gibt es ja sogar Krähenfedern. Ich suchte mir einen Weg auf die andere Seite, räumte ein paar aggressive Bienen aus dem Weg und fand diese Kühlbox auf der Bank stehen. Von hier aus sollte man auf die Tischplatte kommen, aber erstmal ging es abwärts. Oh! Oh Gott. Ja. Großartig. Unter dem Tisch fand ich immerhin noch einen Zahn und baute mir dann in der Dämmerung ein kleines Nachtlager, um es bei Tageslicht nochmal zu versuchen. Hoffe, diesmal komme ich bis nach oben. Denn wie man es dreht und wendet, hier oben drauf ist der Chip und den brauche ich. Also, tatsächlich habe ich keine Ahnung, ob ich den brauche. Aber ich hätte den gern. Und wenn es nur für die Wissenschaftspunkte ist. Kühlbox. Zertrümmern. Ach so, lol, okay. In dieser Spielzeugburg auf der Tischplatte war die Truhe mit dem Chip versteckt. Ich musste nur an den ganzen Bienen vorbeikommen, die den Bereich und vor allem die Truhe bewachten. Nachdem ich die Bienen lange genug genervt hatten, nahm ich mir am Ende einfach die Beute und rannte davon. Ich sammelte mir noch ein paar Stücke von diesem Hotdog ein und fand durch Zufall noch einen weiteren Zahn in dieser Box liegen. Den Kaugummi hier konnte ich hingegen noch nicht abbauen, da ich noch keine Stufe 2 Schaufel hatte, also machte ich mich auf den Rückweg. Oh, was geht denn hier ab? Keks-Sandwich. Oh, das kann ich auseinanderhauen, aber mein Inventar ist komplett voll. Ich habe da gerade keine Kapazität für. Aber gut zu wissen, dass hier Kekse rumliegen. Denn wer mag bitte keine Kekse? Hey, du überqualifizierter Toaster, ich habe hier wieder einen Chip für dich. Ich konnte jetzt den Bauplan für eine Minzkeule erwerben, die erste Stufe 3 Waffe. Aber da ich die Rohstoffe zum Bau sowieso noch nicht hatte, kaufte ich mir lieber das Teileset für Federdächer. So, was ich schon vor einer Weile freigeschaltet hatte, aber dann nie gebaut habe, ist hier dieser Schmelzofen. Und dafür brauche ich einen Kohlebrocken. Wo kriege ich denn Kohlebrocken her? Wie groß ist denn das Ding? Ist ja doch ganz schön groß im Gegensatz zu der Schmiede. Aber es passt doch hier ganz gut hin. Können wir schon mal die Sachen reinmachen? Ja, und dann muss ich mal auf die Suche nach Kohle gehen. Ich weiß, dass da irgendwo so ein umgefallener Grill liegt. Was mich und den umgekippten Grill trennte, war diese lange Mauer hinter dem Teich, die sich einmal durch den gesamten Garten zog. Also wollte ich sie einmal komplett ablaufen, um vielleicht einen Weg nach oben zu finden. Am Teich nutzte ich gleich die Gelegenheit, um ein paar Wasserspinnen für eine Quest zu erledigen und lieferte mir Kämpfe mit mehreren Stechmücken. Ich fand einen weiteren Mega-Milchmolar auf einer Getränkedose und hatte dieses Mal sogar Platz, um mir was von dem Keks mitzunehmen. Immer weiter Richtung Westen drang ich vor und war schon in der Nähe meines einsamen Seilrutschengestells, was auf dem großen Stein noch auf mich wartete, als ich plötzlich etwas Interessantes fand. Oh, das sieht ja hier aus wie ein Eingang. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr einladend. Oh, den muss man wegsprengen. Sieht so aus, sonst komme ich hier gar nicht vorbei. Ich muss ja auf dieses Blatt und dann nach ganz oben, verdammt. Okay, also ich brauche eine Bombe. Ohne Bombe ging es hier erstmal nicht weiter, aber immerhin fand ich darunter in einer Felsspalte noch einen weiteren Zahn, bevor ich den Rückweg antrat. Ich baute mir eine kleine Plattform in Richtung Westen, um die Eiche per Seilrutsche mit dem Gestell auf dem Stein zu verbinden. Fragt sich nur, ob das Ganze auch so funktioniert. Oh Gott, das war dumm. Das muss ich anders bauen. Ich versetzte also das Gestell ein wenig und begab mich zurück zum Aufstieg, den ich nun freispringen konnte.
Der Weg zum Grill war nun frei, doch dies war noch gar nicht das letzte Hindernis, was mich von der Kohle abhielt. Ist ja schon ziemlich heiß hier, oder? Verbranntes Gras. Oh wow, das ist ja cool hier. Wie so ein Lava-Biom. Oh Gott. Ach du Scheiße. Brauche ich hier irgendwelche Buffs oder irgendwelche Schutzausrüstung, um die Kohle hier abzubauen? Ohne Hitzeschutz war hier nichts zu machen und zu allem Überfluss war dieses Gebiet noch von der stärksten Larvenart bevölkert, die ich bisher zu Gesicht bekam. Enttäuscht lief ich nach Hause und hatte beim nächsten Test der Seilrutsche gleich den nächsten Misserfolg. Das Gestell versetzte ich also noch ein weiteres Mal und stolperte auf dem Rückweg direkt in ein Meeting vom Zentralrat der Ameisen. What the fuck ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Oh, es tut mir leid, aber ich muss das probieren. Lass mich weg. Oh mein Gott, die sind alle feindlich jetzt. Oh, das könnte funktionieren. Ja. Oh, hier ist ja was im Weg. Oh, das geht auch. Ach, großartig. Ja, ist ja mega, dass das hier alles so richtig passt. Mein nächstes Ziel war der Sandkasten, denn hier erhoffte ich mir zwei neue Rüstungen zu erfarmen. Die Schwarzameisenrüstung und die Ameisenlöwenrüstung. Da ich sie beide noch nicht freigeschaltet hatte, war mir noch nicht klar, welche von beiden, aber ich wusste, dass eine von ihnen definitiv einen Hitzeschutzbonus hatte. Ich stieg also nochmal hoch auf den Tisch und nutzte das hier stehende Forschungslabor für die Analyse und wie der Zufall es wollte, schaltete ich durch das Level Up das erste Schwarzameisen-Equipment frei. Ein Schwert, ein neues Schild und eine bessere Schaufel. Anschließend ging es über die Seilrutsche hinein in den grimmig schauenden Sandkasten. Was ist das denn? Was bist du denn? Ameisenlöwe? Du bist ganz schön langsam unterwegs, oder? Seine Angriffe sind ziemlich bescheuert und langsam. Ameisenlöwenteil. Okay, das war einfach. Bei dem Wort Löwe hätte ich jetzt mehr erwartet. Ja super, hier kriegst du ja sofort diesen Buff, wie beim Grill. Was ist denn, wenn ich mich hier unterstelle? Oh Gott, na das kann ja was werden. Das ist noch ein Ameisenlöwe. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, auch hier gibt es ein Hitzeproblem, allerdings nur in der Sonne. Also übte ich mich einfach in Geduld, während ich mir den Sandkasten einmal komplett vom Rand aus anschaute. Als die Sonne dann komplett hinterm Gartenzaun verschwunden war, konnte ich den Sand schließlich gefahrlos betreten. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Was ist das denn hier? Hot Chachas Süßigkeit. Aha. Würziges Stück. Das ist ja wild. Der schießt mit toten Ameisen. Aber ich kann die nicht looten. Ach, wie schade. Ich nutzte diese Nacht also, um so viel wie möglich vom Sandkasten zu erkunden. Dabei lieferte ich mir den einen oder anderen Kampf mit einem Ameisenlöwen, fand Wissenschaftspunkte und ein kleines Labor, was mal wieder nur mit der begehrten Schlüsselkarte zugänglich war. Irgendwann ging mir jedoch das Essen aus und ich musste den Rückweg antreten, ohne jedoch eine einzige schwarze Ameise gefunden zu haben. Aber dafür konnte ich immerhin zu Hause Teile vom Ameisenlöwen analysieren. Ah, hier gibt's so richtige Ameisenlöwen-Rüstung. Okay, cool. Genügend Teile, um die Rüstung dann auch zu bauen, hatte ich jedoch noch nicht und kehrte daher zurück in die Region um den Sandkasten. Noch wusste ich nicht, welch gewaltiges Bauwerk hier bald auf dem Stein entstehen würde, aber für den Moment sollte mir ein kleines Camp mit Feuerstelle, Zelt und Tausammler ausreichen, denn das Hin- und Herreisen war mir langsam zu blöd. Hier in der Umgebung fand ich auch alles, was ich brauchte, von Nahrung bis zu Baustoffen. Außer den Eicheln war hier eigentlich alles vorhanden und so entstand der Gedanke, die Hauptbasis vielleicht sogar hierher zu verlegen. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach den schwarzen Ameisen begeben und ich meine, die sind irgendwo hinter dem Sandkasten, da wo ich den ganzen Müll gesehen habe. Ich ging durch den kleinen Spalt zwischen Sandkasten und Gartenzaun hindurch, wo sich die Rattennetzspinnen um ihren Nachwuchs kümmerten. Aber dem musste ich hier ein Ende setzen, da ich die Spinnseide für meine langen Seilrutschen gut gebrauchen konnte. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt alle waren. Boah, mein Schild ist schon ziemlich runter leider.
Hätte ich vielleicht mal vorher reparieren sollen. Ich habe keinen von diesen Rüsselkäfern mehr gefunden. Oh, hier ist noch ein Zahn. Na, dann hat sich diese Passage doch schon gelohnt. Was bist du? Kranke Assel. Ah, eine Assel, okay. Ist die aggressiv? Bestimmt, oder? Ach nee, die verhält sich wie so ein Marienkäfer. Aber ich will die Teile haben. Okay, dann machen wir das mal kaputt. Oh Gott. Oh Gott, ich mache ja kaum Schaden da. Oh mein Gott. Jetzt gibt's ja einen Kragen. Oh Gott, wow. Der ist ja stark. Hä? Hallo? Ja lol, der heilt sich einfach, oder was? Ja, was willst du dagegen jetzt machen? Die Frage beantwortete sich dann aber von allein, als die Assel irgendwie zwischen Grashalm und Gartenzaun hängen blieb und bis zu ihrem Ableben gar nichts mehr machte. Glück für mich, denn so erhielt ich zumindest ein paar erste Asselbrocken zur Analyse. Auf das Provozieren weiterer Asseln verzichtete ich und schlug mich stattdessen zum Müllplatz vor, wo ich endlich die ersten schwarzen Ameisen fand. Irgendwo hier musste also auch ihr Bau sein. Okay, sehr hartnäckig, gar nicht so einfach zu töten. Aber ich glaube, die haben ja eine Schwäche gegen Speere. Probiere ich das doch mal aus. Ah, das ist doch Mist. Ich habe die Gasmaske nicht dabei. Ah, wer hätte das denn wissen können, dass ich selbst beim Müll eine Gasmaske brauche? So ein Ärger. Ah, no. Den Gaswolken ausweichend bahnte ich mir den Weg durch den Müll nach oben auf die Tonne und konnte zwischen den Müllsäcken einen Bereich finden, wo es nur so vor Ameisen wimmelte. Und hier fand ich ihn, den Eingang zum schwarzen Ameisenhügel, in dem auch Wurgles letzter Superchip versteckt war. Aber für den war ich noch nicht hier und wie ich später feststellte, hätte das mit meinem aktuellen Equipment auch kaum funktioniert. Stattdessen bekämpfte ich vorsichtig eine schwarze Ameise nach der anderen, um an ihr Loot zu kommen. Oh, shit. Ich suchte mir draußen schnell einen Rüsselkäfer, um damit mein Schild reparieren zu können, fand dabei noch einen Zahn und machte mich erneut auf den Weg in die Höhlengänge des Ameisenbaus. Ein paar Teile der größeren Soldatenameisen musste ich vor meiner Rückkehr nach Hause unbedingt noch erbeuten. Ich drang bis zum Beginn des Labors vor und auch wenn ich hier noch keinen Eingang erkennen konnte, wusste ich nun schon mal, wo genau ich später hin musste. Aber das ist cool, ich weiß schon mal zumindest, wenn ich dann hierher komme, letztendlich, um dieses Labor hier zu machen, wie auch immer die Tür da aufgeht, dann weiß ich schon mal, wie das hier aufgebaut ist. Schwarze Ameisen sind von dir genervt. Ey, das ist ein Ding, was echt auf Gegenseitigkeit beruht, muss ich sagen. Ich suchte mir einen Weg zwischen den Müllsäcken hindurch nach draußen, prüfte, ob dieser Monitor auch korrekt angeschlossen ist und begab mich nach Hause. Allerdings nur für einen kurzen Zwischenstopp zum Ressourcenanalysieren und Vorräte aufstocken. Mittlerweile hatte ich auch verstanden, dass es die Rüstung der Ameisenlöwen ist, die einen Hitzeschutz bietet. Also bin ich nochmal zurück in den Sandkasten, um auch diese Tiere abzufarmen. Da sind einmal Ameisenlöwenzangen gewesen. Ich werde mal eine Weile hier bleiben. Heute ist Ameisenlöwen-Farmtag. Nachdem ich alle am Rand und in der Nähe der wenigen Schattenplätze erledigt hatte, wartete ich auf den Sonnenuntergang und zog meine Runden durch den Sand, um so viele Ameisenlöwen wie möglich aufzuscheuchen. Dabei fand ich auch eine zweite Variante, die sich nicht bewegte, sondern stationär wie ein Geschützturm im Loch saß und mit toten Ameisen warf. Die lange Gesundheitsleiste ließ sich mit etwas Geduld aber mit der Armbrust herunterschießen und dann passierte das. Wow. Hä? Was denn jetzt passiert? Ach, hier geht's rein. Geheime Höhle. Wollte doch eigentlich nur die Ameisenlöwenteile haben. Oh, was ist denn das hier alles? Bah. Ich beseitigte die beiden Bewohner dieser Höhle und konnte hier zum ersten Mal Salzvorkommen abbauen. Wieder eine neue Ressource. Und wo wir gerade von neuen Ressourcen geredet haben, auf dem Rückweg kam ich an diesem Behälter vorbei, auf den ich mich vor einer Ameise flüchtete. Ah, tobt euch da unten aus. Kann man die hier nicht auch abbauen? Da hat mir doch letztes Mal irgendwie der Hammer gefehlt für, ja, Ice Caps Pastille. Scheinbar noch nie aufgenommen vorher.
Diese Minzpastillen werden noch besonders nützlich bei meinem Vorhaben am Grill. Nicht nur kann man sich später aus ihnen gute Waffen bauen, sie verleihen einen auch kurzzeitig einen Hitzeschutz, wenn man sie isst. Zurück an der Eiche konnte ich nun mit dem Ameisenlöwen-Set meine erste Tier-3-Rüstung bauen. Dazu kam noch eine Schaufel und ein neues Schild. Rundum ein guter Fortschritt bei meiner Ausrüstung, die ich an der Schmiede auch gleich verbesserte. Okay, ich habe jetzt die komplette Armor, die mir den Brutzelschutz gibt, und ich habe Minzschals, die einen Abkühlen-Buff haben. Also, wenn ich damit jetzt nicht an Kohle komme, dann weiß ich auch nicht. Und nach all den Rückschlägen und Umwegen kehrte ich nun endlich zurück zum Grill. Vorbei an ein paar Larven, die mit dem Speer deutlich einfacher zu besiegen waren, stellte ich meinen Hitzeschutz auf die Probe. Okay, jetzt muss ich nur noch abbaubare Kohlestücke finden. Sind das die hier? Oh Gott, brutzelnd. Aber ich habe Zeit, oder? Ja, okay. Okay, und schnell weg. Oh, 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 oh. Ja, das geht aber. Das kann man machen. Die heiße Kohlequelle. Ekliges Wasser. Oh Gott, das kocht richtig. Okay, und raus. Okay, mit dem Eisschad geht das eigentlich. Da kann man mal schnell eine Kohle ernten und dann weg. Aber ey, das ist alles andere als einfach. Und weg. Oh, Mutation entdeckt frische Verteidigung. Es gibt eine Mutation dafür. Gasresistenz, Feuerresistenz, Brutzelschutz. Okay, dann mach mal Schnelligkeit und frische Verteidigung und diesen Kieselbeißer. Dann habe ich jetzt ein neues Set. Oh, das ist viel langsamer. Das zählt viel langsamer nach oben. Ja, guck mal hier. Das reicht auch von der Zeit her easy aus, um einmal rein und wieder raus. Da brauche ich nicht mal diese Minze stücken. Im Grill fand ich hinter dem Rost sogar noch einen Mega-Milchmolar und kehrte zufrieden mit 16 Kohlestücken zurück nach Hause. Endlich konnte ich den Schmelzofen fertigstellen, um darin meinen neuen Lieblingsbaustoff zu brennen, Pilzziegel. Und die erste fertige Charge trug ich direkt ins Labor zum nächsten Analysator, um meine neuen Baupläne zu erhalten. Ja, da ist es doch. Da ist doch alles, was ich die ganze Zeit haben wollte. Dazu braucht man echt den Schmelzofen. Vorher geht nix. Bevor die neuen Baupläne zum Einsatz kamen, hatte ich noch eine kleine Frage zu klären, und zwar, was es mit dem Cozy-Wert oder dem Kuscheligkeitslevel auf sich hat. Der Balken war innerhalb meines Hauses fast voll, also platzierte ich noch ein paar Tische und Stühle und erreichte damit das zweite Level, was weitere Dekorationsobjekte freischaltete. Frage mich, ob ich es auch noch auf das dritte Level schaffe. Müsste doch machbar sein. Also mehr davon. Mehr Statuen, mehr Plüschinsekten, Regale, Vasen, Kerzen und eine coole Markise für die Terrasse. Und als ich dann noch einen gemütlichen Sessel aufbaute, war das dritte Level erreicht. Kuscheligkeitslevel 3. Noch mehr Zeug. Whirlpool. Oh mein Gott. Was ist das alles für Zeug? Was kommt denn da noch alles? Okay, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du hier sogar alles Mögliche einstellen kannst an Farbe, Helligkeit, Sättigung. Das ist ja der Wahnsinn. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich bereits entschieden, auf den Stein in der Nähe vom Sandkasten umzuziehen, aber ich wollte mein Gebäude auf ein Fundament bauen. Und da das kein kleines Fundament wird, verbrachte ich erstmal einen ganzen Tag in der Nähe der Hecke, um dort die Tonvorkommen abzubauen, während im Schmelzofen schon die erste Ziegelproduktion anlief. Am Folgetag ging es mit einem Inventar voller Kiesel und Ton auf den Stein, wo meine neue Hauptbasis entstehen sollte, und wie man vielleicht schon an der Form erkennt, sollte es eine Burg werden. Die Pilzziegel und die runden Wände boten sich dafür einfach perfekt an. Nach dem Fundament folgte der Eingangsbereich, der natürlich ein richtiges Tor bekam, und ich begann damit, die Wände und Türen an den Ecken aufzubauen. Natürlich war dieses Vergnügen nicht ganz billig. Okay, ich denke, von der Form her kann man schon mal erkennen, was es wird. Die Sache ist die, ich habe jetzt keine Pilzziegel mehr. Und ich würde mal schätzen, ich brauche noch so circa 4-mal so viel, wie ich bisher verbraucht habe. Und ich denke, ich will die hier herstellen, weil ich auch sehr viele Pilzvorkommen hier in der Nähe habe. Also brauche ich jetzt ein Püriergerät. Und dann bräuchte ich Schmelzöfen. Ich glaube, ich kann 2 noch bauen, vielleicht sogar einen dritten. So, das heißt, ich muss die Kohle und die Kochdrüsen von drüben holen. Dann kann ich hier mit der Ziegelproduktion weitermachen und das ganze Ding hier fertig bauen. Ja, ist schon gar nicht so übel. Von der Eichenbasis holte ich mir weiteres Baumaterial, musste aber feststellen, dass ich für die Öfen zwar genug Kohle, aber nicht mehr viele Kochdrüsen hatte. 2 Schmelzöfen in der Burg mussten also erstmal reichen. Jetzt brauchte ich nur noch neue Pilze, um die Produktion zu starten.
Ziegelproduktion lief auf Hochtouren und schnell konnte ich den Bau der Außenmauern abschließen. Die Böden und Treppen in den Türmen und den inneren Gang der Mauer plante ich schon mal vor. Zum Bau brauchte ich aber noch jede Menge Unkrautstängel. Aber bevor ich die Stängel holte, begann ich schon einmal mit dem Bau des Haupthauses. Ich wollte hier auch unbedingt den großen Kamin samt Schornstein einbauen, den ich hier schon mal ein gutes Stück in die Höhe führte. Ab der zweiten Etage wollte ich auch hier mit Holz weiterbauen und stellte dafür schon mal ein paar Lager auf. Also was ich jetzt am dringendsten brauche, sind die Unkrautstängel. Denn davon brauche ich jetzt wirklich viele. Ah, und die Frage ist ja, wie kriege ich denn die hier alle am besten hochgetragen? Da muss ich ja vielleicht mal noch eine Treppe oder sowas bauen. Ich zögerte nicht lange und baute mir schnell eine Treppe an die Seite des Steines. Den Rest des Abends verbrachte ich mit dem Fällen von Unkrautstängeln, um am nächsten Morgen die vielen Baustellen aufzubauen. Durch die vielen Stängelböden wurden natürlich auch Seile knapp und ich begann sie mit Hilfe von Spinnrädern nachzuproduzieren. Die einzige Ressource, die es an diesem Standort nicht gab, waren die Eicheln, aber die Trips zur Eiche und zurück konnte ich sinnvoll nutzen, um gleich weiteres Baumaterial aus den Lagerkisten mit in die Burg zu nehmen. Der Bau ging schnell voran und nachdem die vorderen Türme ein fertiges Dach hatten, platzierte ich auf ihnen jeweils ein Eichelgeschütz. Ganz schön dekadent, dass ich dich hier nur als Deko raufstelle. Tja, aber ich glaube, ich baue die Front von dem Haus hier mal noch ein bisschen um. Das gefällt mir noch nicht so 100%. Das kommt ja alles noch ein bisschen weiter nach vorne. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz im Haus. Das kann ich nämlich gut gebrauchen. Ich riss die Front also nochmal ab und vergrößerte das Haus ein Stück nach vorn. Das gab mir mehr Platz für die spätere Einrichtung und den brauchte ich auch dringend. Mit einer diagonalen Treppe schaffte ich mir einen Zugang in die dritte Etage, wo das Schlafzimmer entstehen sollte. Hier fand auch der Kamin seinen Abschluss, denn es gibt dafür spezielle Dachmodule mit eingelassenem Schornstein, was schon irgendwie ziemlich cool ist. Die nächsten Tage waren davon geprägt, Unkraut zu fällen und damit die Wände und Böden in der dritten Etage fertigzustellen. Anschließend kümmerte ich mich um das Dach und entschied mich dafür, es mal mit dem Krähenfedern-Set zu probieren. Auch wenn das bedeutet, dass ich davon erstmal noch ein paar suchen und ernten muss. Eine coole Besonderheit dieses Standortes ist, dass er genau in der Flugbahn der Glühwürmchen ist, die jeden Abend auf dem Weg zum kleinen Tümpel nebenan vorbeifliegen. Die sind von sich aus nicht aggressiv, können aber jederzeit zum Farmen von Leuchtglibber genutzt werden und das machte ich mir gern zunutze. Am nächsten Tag bereitete ich das wichtigste Zimmer vor, nämlich das Hauptlager in der ersten Etage. Hierhin sollte letztendlich all mein Hab und Gut umziehen. Doch für den Aufbau der Truhen brauchte ich weitere Eichelkappen. Ein guter Zeitpunkt, nochmal meine alte Basis zu besuchen. So, ich nehme die Türgestelle hier mal mit. Die stelle ich drüben auf. Dann haben wir zwei hier und zwei auf der anderen Seite. Das reicht auch erstmal für den Anfang. Ich nutzte diese Gelegenheit gleich, um neuen Ton zu sammeln und fand dabei diese Ansammlung an Federn, die ich für mein Dach gut gebrauchen konnte. Zurück an der Burg stellte ich die Lagerkisten fertig und begann damit, sie zu beschriften und einzusortieren. Danach war es endlich an der Zeit, die Seilrutsche zu versetzen. Ja, das Problem bei der Seilrutsche ist, es gibt hier echt nur ein ganz, ganz kleines Fenster, wo das hier perfekt abschließt. Wenn ich es weiter rüber nach rechts mache, dann stoße ich hier irgendwo gegen, beziehungsweise hier gegen das trockene Gras dann. Wenn ich es weiter in die andere Richtung mache, dann habe ich da diese hohe Blume mit den violetten Blüten. Disteln sind es, glaube ich. Die habe ich im Weg dann. Glaube, mir bleibt gar nicht so viel mehr übrig, als das hier genau so abschließen zu lassen, wie es bisher ist. Ja, das kommt dann ein kleines Stück weiter runter, aber das dürfte nichts ausmachen. Das alte Gestell konnte ich nun abreißen, um das Loch in der Wand zu schließen. Die Burg war nun weitestgehend komplett und so räumte ich den Hof auf, stellte die Öfen an die Seite und bewegte die Spinnräder in einen der hinteren Türme. Ein paar Leitern ermöglichten den schnellen Zugang auf die Mauer. Ich baute mir eine Werkbank und damit eine neue Gasmaske, denn für die letzten paar Federn zog es mich zurück in die Gräben des Nebels, wo nach wie vor das Chaos regierte. Das war jetzt aber eine hart erkämpfte Feder. Oh Gott. Und das alles nur für ein bisschen Dach. Ha, brauche ich gar keine weiteren Federn. Das war es nämlich schon. So, der Kamin ist auch fertig. Sehr cool.
Mit Geländern für den Mauergang und Dächern für die hinteren Türme stellte ich den Außenbereich der Burg fertig. Fehlte nur noch etwas Inneneinrichtung, für die ich nochmals den Trip zur Eiche machte, um meine Rüstungen von dort abzuholen. Schließlich sollten die auch an meinem neuen Standort wieder ihre Aufsteller bekommen. Ich glaube, der steht falsch rum. Wie doof. Es begann die Inneneinrichtung mit dem Ziel, hier im neuen Haus das nächste Kuscheligkeitslevel 4 zu erreichen, denn die Eichenbasis kam bisher höchstens auf Level 3. Das Schlafzimmer erhielt neben den Rüstungspuppen noch einige Trennwände, ausgestopfte Plüschkäfer und eine Sitzecke. Im Erdgeschoss musste natürlich ein gemütlicher Sessel vor dem Kamin Platz finden, aber auch die Küche und der Essbereich. So langsam stieg der Coziness-Balken in Richtung Level 4, auch wenn es noch nicht ganz gereicht hatte. Wenn das jetzt nicht cozy ist, dann weiß ich auch nicht. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen ausschmücken mit solchen Wandhalterungen und für Käfer. Ha, der große Bombardierkäfer. Ah, der passt hier hin, über die Treppe. Bam. Oh, krasses Teil. Zum Abschluss dieser langen Bauphase wollte ich unbedingt noch den Eingangsbereich in Ordnung bringen und damit meine ich dem Tor eine ordentliche Brücke spendieren. Natürlich mit Geländer, denn Sicherheit geht vor. Immer. Bevor ich mich nun auf die Suche nach dem letzten Superchip begab, stand einer der optionalen Bosse auf dem Speiseplan, die Spinnenbrutmutter aus der Hecke. Sie hat eine Schwäche für Schlitzangriffe, also wollte ich mir einen Spinnenfangdolch bauen. Doch dazu brauchte ich erst einmal Spinnengift, einen Drop, den man nur von den Wolfsspinnen bekommen kann. Was soll schon schiefgehen? So, zum Glück habe ich ja immer ein Exemplar von der Wolfsspinne hier rumzuliegen. Ich habe noch nie gesehen, dass sie aufgewacht ist. Naja, dann werden wir es jetzt mal forcieren. Aufwachen! Und damit war die Jagd auf Wolfsspinnen eröffnet. Vorbei war die Zeit der Furcht vor ihren Giftattacken und schweren Angriffen. Denn dank besserer Ausrüstung, der Giftresistenzmutation und etwas mehr Übung mit dem Schild hatten die Spinnen nun kaum noch eine Chance. Ich habe es mir jetzt aber auch schwer gemacht gegen die Wolfsspinne. Ich hatte ja noch meine Tier-1-Rüstung an, wegen der Schleppkapazität. Mit der Rüstung hier sollte das vielleicht sogar noch viel einfacher sein. Denn die brauche ich ja jetzt sowieso wegen dem Hitzeschutz. Der Hitzeschutz war nützlich, da ich nochmal zurück zum Grill laufen wollte. Hier hatte ich früher zwei weitere Wolfsspinnen unter dem Deckel gesehen. Meine nächsten Opfer. Und so wurden die Wolfsspinnen an diesem Tag vom Jäger zum Gejagten. Und das war die erste von hier oben. Oh, gleich zwei Spinnengift bekommen, sehr gut. Das läuft ja hervorragend hier. Geil. Ja, so macht das doch Spaß. Oh. Ach, so levelt man die Giftresistenz hoch, indem man diese Spinnen killt. Boah, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das hilft mir ja noch mehr beim Bekämpfen von Spinnen. Mit den achtbeinigen Wachen aus dem Weg fand ich sogar noch das ein oder andere nützliche Upgrade unter dem Grilldeckel, farm dann noch ein paar Larven ab und verschwand wieder in meine Burg, um dort zu übernachten. Das ist total wild, wie die immer hier jeden Abend ankommen und jeden Morgen dann wieder wegfliegen. Kann man schön abfarmen. So, hier ist jetzt der Platz leer, wo normalerweise die Wolfsspinne ist. Ich gehe rüber zur Eiche, denn unten in der Eiche drin sind ja auch noch zwei. Die hole ich mir noch und dann schaue ich mal, ob ich diesen Dolch bauen kann, um damit dann vielleicht den ersten optionalen Boss anzugehen. Die Spinnen unter der Eiche kannte ich ja schon beim Vornamen, denn sie hatten während meines Aufenthalts an der Eichenbasis für den ein oder anderen Tod gesorgt. Da war es schon ein ziemlich gutes Gefühl, hier mit Leichtigkeit aufräumen zu können. Zufrieden mit mehr als genug Spinnenloot kehrte ich zurück in die Burg, baute den Spinnenfangdolch und verpasste ihm die aktuell höchstmögliche Upgrade-Stufe. Level 5. Höher bekomme ich den erstmal nicht. Da bräuchte ich erstmal mächtiger Klumpen, was auch immer das ist. Der Tag des großen Kampfes war nun gekommen. Oder zumindest dachte ich das. Ich ging zurück in die Hecke zur Spinnenhöhle, die ich beim Erkunden des Heckenlabors schon fand. Hier sollte der Bosskampf stattfinden, doch das Ganze stellte sich als etwas komplizierter heraus, als ich dachte. Um den Boss überhaupt zu spawnen, wird ein spezieller Brutmutter-Snack benötigt, dessen Rezept ich noch gar nicht hatte. Aber angeblich sollte es hier in einem Außenposten des Heckenlabors zu finden sein. Also ging ich auf die Suche und fand im Außenbereich der Hecke dieses kleine Labormodul auf einem Ast sitzen. Tatsächlich waren hier die Forschungsnotizen für den Brutmutter-Snack versteckt, also bereitete ich mir diesen zu Hause am Schmelzofen zu und kehrte am nächsten Tag zurück in die Hecke. Nichtsahnend betrat ich die Spinnenhöhle, denn ich wusste ja noch nicht, dass ich dabei war, den größten Fehler des Spiels zu begehen.
So, bevor ich das jetzt hier aktiviere, ich habe um die 20 Heiltränke, ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Werde mal diesen Buff hier noch benutzen für plus kritische Trefferchance. Ist vielleicht genau das Richtige bei dem schnellen Dolch. Let's go, da kommt sie von der Decke. Mit hoher Geschwindigkeit teilte der Dolch zunächst guten Schaden aus und das Bewegungs- und Angriffsmuster der Brutmutter entspricht fast exakt dem der Wolfsspinnen, was mir das Blocken erleichterte. Doch was hier am Anfang noch ganz gut funktionierte, kehrte sich schon bald ins genaue Gegenteil. Alle 25% Lebenspunkte, die man der Brutmutter abzieht, gewinnt sie nämlich nicht nur neue Angriffe und Schadensresistenzen hinzu, sondern spawnt auch eine Gruppe zusätzlicher Spinnen, was für maximales Chaos sorgt. Beim Töten der kleinen Spinnen stellte sich der Dolch mit seiner geringen Reichweite und fehlendem Flächenschaden leider als Vollkatastrophe heraus. Und dabei war es doch so wichtig, die kleinen Nervensägen schnellstmöglich loszuwerden, um überhaupt eine Chance zu haben, Schaden gegen den Boss auszuteilen. Die ersten beiden Wellen konnte ich noch knapp überleben, aber als dann bei 25% Leben eine Schar Radnetzspinnen das Feld betrat, war die Show schnell zu Ende. Und zwar jedes einzelne Mal. Uff. Ich glaube, mit dem Dolch wird das nichts. Der ist zwar okay gegen den Boss, aber eine absolute Niete gegen die Ads. Da hätte ich mir vielleicht echt das Großschwert craften sollen. Ich bräuchte halt irgendwas mit Flächenschaden, das wäre richtig gut. Die klügste Entscheidung wäre, die Niederlage zu akzeptieren, anderen Dingen nachzugehen und später mit besserer Ausrüstung wiederzukommen. Und deswegen bin ich in der Höhle geblieben und habe mich fast eine Stunde lang immer und immer wieder von der Spinne verprügeln lassen. Wisst ihr, dieser Kampf hat mich locker 20 Jahre zurückversetzt. Damals, als die Level in den Spielen manchmal so absurd schwer waren, dass man 50, 100 oder mehr Versuche aufwenden musste, um weiterzukommen. Man hat sich manchmal über mehrere Tage stumpf mit demselben Problem beschäftigt und dann war es so ein gutes Gefühl, irgendwann so einen Moment zu erleben. Oh, komm schon. Wieso treffe ich die denn nicht? Okay. Keine Ads mehr. Oh, diesmal sieht's richtig gut aus. Oh, ich hab sie gleich. Jetzt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Uff, war das ein Krampf. mein Schild komplett kaputt. Der Dolch fast kaputt. Das war nur der eine Kampf. Ich habe ja nichts weiter mit dem Zeug gemacht. Alter, war das eine Katastrophe. Auf dem Weg nach Hause analysierte ich die Items der Brutmutter und schaltete mir damit ein Tier 3 Knüppel und Rüstungsset frei. Um alles zu bauen, muss man die Spinne allerdings mehrfach töten und sagen wir, ich hatte gerade keine Zeit. Zurück in der Burg stellte ich 2 Dörrgestelle in den letzten leeren Turm und ohne dass ich es erwartet hatte, wurde mir dafür Coziness Level 5 freigeschaltet. Super cozy. Oh, jetzt habe ich neue Dächer freigeschaltet. Piniendach und Bilderrahmen sogar. Ja, Bilderrahmen gehören doch auf den Kamin, oder? Ich glaube, das gehört sich so. Das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz. So. Oh, das passt hier sogar rauf. Das ist ja nett. So. Jetzt sieht's aus wie bei Oman zu Hause. Ah, ich muss noch so ein paar von diesen Motiven freischalten, aber dafür brauche ich Wissenschaftspunkte. Das kriege ich auch noch irgendwann hin. Hehe. Um zum letzten Superchip im Schwarzameisenlabor vorzudringen, brauchte ich zunächst einige Bomben. Also klaute ich mir mal wieder einen Stapel Ameiseneier. So, jetzt habe ich die ganzen Ameiseneier. Das heißt, ich kann mir jetzt hier ein paar Bomben machen. 9 Stück. Das heißt, ich habe jetzt 10. Hoffe, das reicht. Aber müsste eigentlich. Ich stellte mir neue Heiltränke her, verbesserte meinen Hammer auf Stufe 3 und brach auf in Richtung Müllplatz. Mit einem neuen Mutationsset, speziell gegen Ameisen, kämpfte ich mich durch den Bau, bis ich wieder an den Labormodulen stand. Türen, die entweder mit A oder B beschriftet waren, versperrten mir den Weg, aber nachdem ich einen Bereich von den Ameisen gesäubert hatte, fand ich diese sprengbare Stelle. Also räumte mir die erste Bombe den Weg frei und die Erkundung der Labormodule nahm ihren Lauf. Na, hier ist doch bestimmt so ein Roboter dahinter. Ah, na klar. Was haben wir denn hier? Wissenschaft? Okay, hier kriegen wir die A-Türen auf.
Durch die nun offene A-Tür gelangte ich in einen weiteren Laborbereich, in dem ich zunächst ein prall gefülltes Lager fand und mich anschließend durch eine weitere Horde Roboter auf meinem Weg in die untere Etage kämpfen musste. So, ihr Schrottkisten, weg mit euch. Oh, und hier gibt's B zu öffnen. Nice. In den Gängen des Ameisenbaus gab es auch das ein oder andere kleine Geheimnis in den versteckten Winkeln und Nebengängen zu finden. So war das hier auch gar nicht der letzte Zahn, den ich in diesem Labyrinth finden sollte. Ich irrte noch etwas in diesem Bereich des Ameisenbaus herum, fand aber neben dutzenden Soldatenameisen nur zusätzliche Wissenschaftspunkte und etwas Loot. Alle Türen waren offen, aber wie es hier weitergehen sollte, war mir nicht ganz klar, bis ich schließlich diesen langen Tunnel fand, der den ersten Laborbereich per Kabel mit einem weiteren Abschnitt verband. Hier fand ich nicht nur neue Zähne hinter mehreren Sprengwänden, sondern auch den Gang in den Abgrund zur Hölle. Und damit sind nicht diese Ameisen gemeint, denn der letzte Bosskampf meiner 100 Tage galt nicht der Brutmutter. So, das waren jetzt erstmal die schwarzen Ameisen, ja, uff, uff. Da oben ist noch was. Und da liegt noch ein Zahn. Das Glitzern sehe ich doch schon aus der Ferne. Nice. Okay. Dann, roter Knopf, da muss ich drauf drücken. Jetzt ist das Fenster auf. Und jetzt? Ah, ach so, mit Sprengsatz, okay. Dann, let's go. Oh, Alarm. Alarm. So, das müsste ja jetzt das Ende sein. Der Boss-Fight. Was auch immer mich hier genau erwartet. Let's go. Ich mach erstmal die Heads hier weg. Ach, du bist der Assistant Manager. Da kriege ich von dem die Keycard. Ja doch, der hat doch hier seine Schlüsselkarte. Die will ich haben. Die brauche ich. Was zum Teufel? Ah! Oh Gott, okay. Oh Gott, spielen wir jetzt eine Runde Fall Guys? Okay, von mir aus. Ja, der Assistant Manager hat einige Tricks auf Lager und ähnlich wie bei der Mutterspinne wird der Kampf alle 25% schwerer, während jedes Mal auch neue Roboter das Spielfeld betreten. Nur sind die ziemlich träge und mit dem Hammer auch recht schnell erledigt. Wirkliche Probleme hatte ich nur, wenn alle Effekte gleichzeitig aktiv waren und die Roboter den ganzen Raum mit Blitzkugeln fluteten. Ansonsten ist es einfach nur ein Geduldsspiel, da man den Boss nicht in jeder Situation angreifen kann und hin und wieder einfach warten muss, bis seine Raumeffekte vorbei sind. Okay, let's go. Nicht mehr viel. Yes! Oh mein Gott. Boah. Geht das hier auch wieder aus? Oh ja, okay. Puh, das war gar nicht so einfach. Aber es war nicht so schwer wie die Brutmutter, muss ich sagen. Okay, cool. Ah, jetzt habe ich sie. Die Assistant Manager Schlüsselkarte. Geil. Oh, vor wie vielen Türen habe ich schon gestanden und bin nicht reingekommen, weil mir diese Karte gefehlt hat. Genau wie... Hier, ah, und jetzt geht das auf. Ah, ist das gut. Das eröffnet jetzt so viele neue Möglichkeiten. Die hier geht noch nicht auf. Hier fehlt irgendwie Strom. Aber vielleicht die andere. Ja, die hier kann ich öffnen. Kein Problem. Ah, und hier ist der Superchip. Sehr schön. Das war's mit dem Labor. In einer Sprachaufzeichnung berichtete Dr. Tully über Misserfolge, aber auch wie dieses Labor von wütenden Ameisen überrannt und zerstört wurde. Nur dieses Mal blieb der Hinweis über seinen nächsten Aufenthaltsort aus. Work, work, work! Work, work, work! Hey, Burgle, du KI-Fälschung. Ich hab hier einen neuen Chip für dich. Eureka! The last one! You have found it! Burgle konnte mir mit Zähnägeln nun eine weitere Zutat für den Cocktail nennen, aber die letzte fehlte weiterhin. Allerdings gelang es ihm, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, der die letzte Zutat aus Burgles Speicher gelöscht hat, Dr. Tully höchstpersönlich. Und der sollte sich beim Stuhl am alten Schuppen aufhalten. Dann war das jetzt dieser Teil der Story. Und der Stuhl am Schuppen, das müsste ja dann hier oben in der Ecke irgendwo sein. Hier ist ja der große Schuppen und müsste hier... außen drumherum wohl der Stuhl sein. Das ist dann so das nächste Ziel hier im oberen Bereich des Gartens, wo ich bisher bloß am Grill war. Und das war da schon eklig genug. Sehr gespannt, was mich dann hier oben alles so erwartet.
Am Computerterminal verbesserte ich meine Stapelgrößen auf Rohstoffe und Pfeile und für den Shop hatten sich über 10.000 Punkte angesammelt. Ein Teil davon gab ich für das Fertigen von fortgeschrittenen Upgrade-Materialien aus, sodass ich mein Equipment nun über 5 Level hinaus upgraden konnte. Weiterhin gab es das Rezept, um die Upgrade-Rohstoffe der niedrigeren Level selbst herzustellen und einen Leimstampfer zum Fertigen von Reparaturkleber. So, und hier war die eine Tür, wo ich jetzt nur mit der Assistant-Manager-Karte reinkomme. Oh, wie cool. Hier ist erstmal eine Menge Loot in Form von Upgrade-Materialien und... Ah, ich glaube, das ist es, ne? Zip-Air. Das ist das Teil, wo man dann auch die Seilrutschen in die andere Richtung nehmen kann, also nach oben. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ah, wunderbar. Haha. Das eröffnet ja jetzt ganz neue Möglichkeiten und ich muss nicht mehr hin und her laufen. Ah, ist das gut. Das heißt auch, das Seil, das muss jetzt nicht mehr zwingend in die primäre Richtung nach unten gehen. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, in welche Richtung. Dann kann ich jetzt im Prinzip alles miteinander verbinden. Auch hier die Eiche zum Beispiel mit dem oberen Bereich des Gartens. Sicherlich müssen wir irgendwann noch da hinten hin. Da ist der Stuhl, wo es als nächstes in der Story hingeht. Dann kann ich doch irgendwie als nächstes planen, hier vielleicht auf dieser Kante noch was zu bauen, damit ich hier eine direkte Verbindung habe in den oberen Bereich des Gartens. Und ich wollte ja noch, das ist ja im Prinzip auch noch offen, da hinten an der Wasserbasis noch diesen Turm bauen. Da hatte ich ja sogar schon das Fundament hingestellt. Also, es ist noch viel zu tun. In der nächsten Nacht füllte sich auch die Erklärungslücke, wie ich überhaupt von dem Ominent-Labor in den Garten von Dr. Tully gekommen bin. Scheinbar hatten die Laborassistenten Gewissensbisse und anstatt ihre Anweisungen zu befolgen, die meinen Tod bedeutet hätten, schickten sie mich in einem Koffer zu Dr. Tully, weil er wohl der Einzige ist, der mir helfen könnte. So, jetzt habe ich spitze Geschosse mal gemacht. Das sind Stufe 2 Geschosse. Ich wollte jetzt nicht die ganz billigen bauen. Und ich denke, wenn heute Abend die Glühwürmchen kommen, weil von denen kann ich noch das Loot am besten gebrauchen, dann werde ich die mal versuchen, damit abzuschießen. Mal gucken, was das taugt. Viel Zeit blieb mir nicht mehr, aber eine Sache wollte ich unbedingt noch ausprobieren, und zwar wie das mit den Haustieren funktioniert. Die Haustierhütte hatte ich schon vor einer ganzen Weile freigeschaltet und so räumte ich den Hof etwas um, um hier eine Haustierhütte platzieren zu können. Ich stellte mir eine ganze Menge Pflanzenbrei her, um damit Tiere anzulocken, aber erstmal war der Abend gekommen und ich hatte einen Termin mit der Glühwürmchen-Gang. Oh, das macht ja nicht viel Schaden. Keine Munition. Oh, die sind ja nutzlos. Also ich habe keine Ahnung, was der Zweck dieser Geschütztürme sein soll, aber viel Schaden machen die nicht. Ich verbrachte noch etwas Zeit am Abend damit, die Beleuchtung der Burg zu perfektionieren und legte gleich am nächsten Morgen den Pflanzenbrei aus. Und es dauerte auch nicht lange, bis es die ersten Interessenten gab. Ah, da ist schon jemand am Werk. Und ich kann aus meinem Turm hier oben zugucken. Kleine Laus, die Hütte ist bereit. Also wann immer du dich bereit fühlst, ne, kannst du dann hier... Hä? Ah, jetzt. Haustier. Okay, bist du jetzt den ganzen Weg hierher gekommen? Ach, wie cool. Inventar? Oh, die kann sogar Sachen tragen. Ach, wie cool ist das denn? Ich kann der doch auch Rüstung geben, oder? Ich habe doch gesehen, man kann diese Haustierrüstung bauen. Kleiner roter Helm. Ah, ich habe den Milbenpilz nicht, aber die Brille könnte ich bauen. Jetzt rennt es da. Ach so, hier kann ich die Haustierkleidung machen. Let's go. Kleine Brille. Jetzt stolziert sie da auf jeden Fall mit ihrer Brille umher. Fühlt sich jetzt cool mit deiner Brille, oder was? Bevor der 100. Tag dahin geht, ich habe hier diesen Klebermischer, oder wie er heißt? Leimstampfer. Lass mich den mal hier unten bauen, weil hier ist die Reichweite von den Kisten noch gegeben. Dann hauen wir hier den Leimstampfer noch hin. So, und hier kann man jetzt aus verschiedensten Sachen Reparaturkleber bauen. Das wird auch noch ganz interessant, denke ich. Tja, 100 Tage sind vorbei. Das ist das letzte Save von heute. Zählung fängt ja bei 0 an, also das hier ist schon der 100. Tag. Ja, die nächste Station wäre dann der Stuhl dort am Schuppen. Und dann geht es wahrscheinlich in diesem Bereich vom Garten weiter. Das ist halt der oberste Teil hinter dem Teich, hinter der großen Wand hinterm Teich. Und ich glaube, da hinten irgendwie hinter dem Holzstapel, der hinterm Grill liegt, da gibt es auch noch einiges. Da dürfte der große Termitenbau sein. Tja, da brauche ich nur noch eine bessere Level 3 Rüstung und Level 3 Waffen. Einige Rezepte habe ich ja schon freigeschaltet. Das wäre dann so wahrscheinlich neben der Story das nächste, was man in Angriff nehmen kann.
Und mit diesen Worten kamen meine ersten 100 Tage in Grounded zu einem Ende. Richtig gehört, die ersten 100 Tage, denn ein Ende ist es nur für dieses Video. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welchen Namen ich der Laus geben soll, und dann hoffe ich, ihr schaut auch im zweiten Teil wieder rein, wenn in diesem Garten neue Bauwerke entstehen, ich herausfinde, was hinter den Türen ist, die ich mit meiner neuen Schlüsselkarte öffnen kann, weitere Bosse finde und die Story zu einem Abschluss bringe. Es gibt noch viel zu tun und diese Reise hat gerade erst begonnen.